Vielleicht kommen die Gäste auch dann direkt nach vorne, nachdem wir diese wunderbare Begrüßung und Einführung gehört haben. Ganz vielen Dank dafür. Und ich lege... Genau, das war jetzt freie Platzwahl. Wunderbar, hat sich auch gut aufgeteilt. Ich lege Wert darauf, heute nicht als Kölner hier zu sitzen, ausnahmsweise, sondern als Landesvorsitzender der Grünen. Und wir haben das Thema auch jetzt sozusagen so ein bisschen allgemeiner gefasst, weil ich glaube, die soziale Spaltung der Städte ist eben ein Thema, was sehr, sehr viele Städte, nicht nur Nordrhein-Westfalen angeht, sondern auch natürlich auch sehr viele Städte bundesweit auch betrifft. Und das wollen wir heute diskutieren, natürlich nicht ohne auch den einen oder anderen Blick hier auf die Stadt zu werfen. Das ist ja klar, viele Kölnerinnen und Kölner sind hier, aber eben auch viele Menschen aus anderen Städten und auch viele Menschen im Livestream. Also auch ganz herzlich willkommen. Wir werden die ans World Wide Web übertragen. Das heißt, weiß ich nicht, in New York, Sydney, Singapur haben wir auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich würde mal gern so einleiten, bevor ich auch nochmal was zu unseren Gästen sage, mit dem schönen Zitat, was ich nochmal gefunden habe diese Woche beim Recherchieren: Stadtluft macht frei. Ja? Also Stadtluft macht frei, das kennen ja viele. Viele streiten das übrigens ab, dass es so ist. Ja, aber alle, die in Städten leben, die wissen, Stadtluft hat ja auch was frei, Befreiendes. Das ist ja ein Rechtsgrundsatz im Mittelalter gewesen, wo nach Stadtgründungen durch ehemalige Leibeigene, sozusagen die in die Städte gezogen sind, Städte gegründet haben, um eben sozusagen von ihren ehemaligen Herren nicht mehr auffindbar zu sein. Also sprich, sozusagen, die sind in Städte gezogen, haben Städte gegründet und waren dann eben auch so ein Stück weit befreit von ihren ehemaligen Herren. Heute fragen wir uns, das war übrigens damals im Mittelalter, hat das nicht schon noch nicht wirklich geklappt, auch da gab es zum Beispiel Obdachlose, es gab Bettlerinnen und Bettler auf der Straße, und heute fragen wir uns, macht Stadt also wirklich frei? Menschen ziehen aus verschiedenen Gründen in Städte, zum Beispiel um vor allem, also meistens auch um Arbeit zu finden natürlich. Und die Frage ist, die wir uns heute stellen müssen, ist, ob eben diese gesellschaftlichen Unterschiede, die wir haben, in Städten besonders ausgeprägt sind oder ob nicht vielleicht Städte sogar diese Unterschiede noch verstärken. Das wäre sozusagen vielleicht so eine Eingangsthese. Und natürlich die Frage, wie wir die soziale Spaltung der Gesellschaft eben aufhalten und welche Antworten es dafür auch vor allem in den Städten auch braucht. Das ist ein allgemeines Thema, nicht nur ein Kölner Thema, und heute Abend wollen wir grundsätzlich die Rezepte diskutieren. Und ich sage nochmal kurz was zu unseren Gästen, die auch alle erwiesene Expertinnen und Experten wirklich auch für dieses Thema auch Stadtpolitik sind und Sozialpolitik, nämlich Katharina hat es schon gesagt, Katrin Göring-Eckardt, die grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl ist und die sich zum ersten Mal in der Geschichte der Grünen in der Urwahl durchgesetzt hat. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dafür. Die auch seit jeher wirklich engagierte Sozialpolitikerin ist und auch engagierte Demokratin und Bürgerrechtlerin. Und die, glaube ich, das musst du vielleicht gleich korrigieren oder bestätigen, zum ersten Mal, seitdem du Spitzenkandidatin bist, jetzt auf einer größeren Veranstaltung in Köln, oder? Genau. Also sicher auch nicht zum letzten Mal in diesem Wahlkampf oder überhaupt, aber auf jeden Fall sehr schön, dass du da bist. Wir heißen dich ganz herzlich willkommen. Heute so wird, ne? Dann ja, genau. Dann begrüße ich ganz herzlich Horst Löwenberg hier auf dieser Seite, der vom Paritätischen Landesverband Nordrhein-Westfalen kommt. Katharina hat es gesagt, wir wollen eben auch Dialog führen mit den gesellschaftlichen Gruppen, mit den Verbänden. Kommt aus der Kreisgruppe Siegen-Wittgenstein, kann man ja durchaus sagen, auch städtisch. Ja? Also Siegen ist ja durchaus eine Stadt, ja? Auch wenn es sozusagen drumherum sehr viel schönes Land gibt. Und ist aber eben auch Experte auch für städtische Sozialpolitik und das darf ich vielleicht auch sagen, auch selber sehr engagierter Kommunalpolitiker und Sozialpolitiker. Ganz herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite. Und Ulrich Suenius, sehr, sehr vielen Kölnerinnen und Kölnern bekannt, durch auch, darf ich vielleicht sagen, auch eine sehr, sehr starke auch Anwaltschaft, auch für Menschen hier in Köln, auch für Unternehmen in Köln, für die Wirtschaft hier in Köln, ist Geschäftsführer der IHK, also Industrie- und Handelskammer, mit einem sehr, sehr breiten Spektrum auch an Schwerpunkten und Themen, die sie auch bearbeiten. Die möchte ich jetzt nicht alle aufführen, aber ich glaube, was auf ihre Rolle ist und die uns auch sehr interessiert ist, was für Auswirkungen auch sozusagen Spaltung der Gesellschaft und Spaltung der Stadt auch auf Arbeitsmarkt und auch Wirtschaft hat und wie auch, glaube ich, Arbeitsmarkt und Wirtschaft dazu beitragen können, das aufzuhalten. Ganz herzlich willkommen auch an Sie. Dann bleibt nur noch zu sagen, den Hinweis auf den Livestream habe ich gemacht und ich möchte natürlich auch noch auf Twitter hinweisen. Wir haben einen Hashtag namens GIDNRW, auch das noch, also Dialog sozusagen nicht nur hier auf dem Podium und hier im Raum, sondern auch im Netz. Das heißt, alle, die twittern möchten, sollen das unbedingt tun, ja, unter diesem Hashtag GIDNRW.
Da können auch Menschen Fragen stellen, die werden auch später vorgelesen und dann sozusagen mit hier eingespeist. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben auch sozusagen wirklich auch die Botschaften, die wir heute diskutieren und auch die Probleme und die Lösungsansätze auch in die Welt hinaus twittern. Wir werden später auch noch genügend Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu haben hier im Raum. Aber es werden eben auch Fragen aus dem Netz auch vorgelesen und auch eingespeist in die Debatte. Ich würde gerne einsteigen mit einer Einstiegsfrage an Katrin. Wir haben ja gestern, hat die Bundesregierung den Armutsbericht, Armutsreichtumsbericht heißt er ja, verabschiedet. Abgesehen davon, dass die wesentliche Botschaft war, dass da zensiert wurde, möchte ich einfach an dich nochmal die Frage stellen, was steht da eigentlich drin? Also wie entwickelt sich die Gesellschaft und ist eben die zunehmende Armut, die da auch skizziert wird, ist das ein Stadtproblem oder haben wir es da mit einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen zu tun? Also zunächst mal, ja, die Diskussion ging ja seit Wochen um die Frage, was steht nun drin und was soll gestrichen werden. Und dass die Bundesregierung versucht hat, mit einer Vertuschungstaktik bestimmte Sachen da rauszukriegen, also sowas wie die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, das sollte aus dem Armuts- und Reichtumsbericht gestrichen werden. Und manche Sätze sind dann von der Zusammenfassung auf Seite 343 geraten, damit Ursula von der Leyen gestern sagen konnte, steht doch noch alles drin. Ich finde ehrlich gesagt, auch diese Diskussion innerhalb der Bundesregierung zeigt so ein bisschen, dass man sich mit der Sache selber am liebsten nicht beschäftigen wollte. Und bis dahin, dass Sachen sozusagen umdefiniert worden sind, indem man statt dem Jahr, ich weiß nicht, 2003, dann das Jahr 2006 als Bezugsgröße genommen hat oder umgekehrt. Was steht drin? Drin steht trotzdem und auf jeden Fall, das kann man an den Zahlen ja auch sehen, dass Armut zunimmt und dass Armutsgefährdung zunimmt. Drin steht nach wie vor etwas verschlüsselt, dass mehr und mehr Menschen von Niedriglohn leben. Also man kann es klar sagen, das sind 4 Millionen in Deutschland, die von Niedriglohn leben, die aufstocken müssen. In dem Bericht steht jetzt drin, dass ganz viele Leute in Arbeit gekommen sind und dann steht irgendwie ein Stückchen weiter hinten, dass die Löhne nicht so besonders hoch sind. Also es ist auch eine Methode, damit umzugehen. Es wird deutlich, dass Kinderarmut zugenommen hat, auch weiter zunimmt und dass insbesondere, und das ist glaube ich auch eins der Hauptprobleme, es verfestigte Armut gibt, auch im Sinne von, es gibt immer weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Also ein, finde ich, gravierendes Beispiel, das nicht in den Bericht aufgenommen worden ist, sondern aus einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung stammt, wenn man das Kind einer führenden Angestellten oder eines führenden Angestellten ist, dann ist die Chance 2/3, dass man selber in so eine Position kommt. Wenn man das Kind einer oder eines Ungelernten ist, dann ist die Chance unter 1%. Und daran sieht man, glaube ich, wie ungleich Chancen verteilt sind. Da reden wir noch gar nicht über materielle Grundlagen für ein mehr oder weniger normales Leben. Ich glaube, das ist ein Stadt-wie-Land-Problem, aber das ist eben auch so ähnlich wie früher. Es konzentriert sich in Städten und es ist in Städten natürlich in Städten natürlich anonymer, ganz klar. Aber auch in der Stadt gibt es große Unterschiede. Also man kann ja inzwischen auch sehen, Kinderarmut Zunahme, 70% ungefähr in Stadtrandgebieten und Kinderarmutabnahme in Innenstadtgebieten. Also da sieht man auch, dass es eben nicht mal, man kann nicht sagen, es ist ein Problem der Städte, sondern es ist ein Problem von bestimmten Stadtteilen. Und das ist ja eins der Themen, was wir heute Abend diskutieren wollen. Warum ist das eigentlich so und was gibt es eigentlich für Ideen, genau das zu verhindern? Ich würde das direkt mal an Herrn Löwenberg weitergeben, weil der Paritätische ja sehr engagiert ist, auch ich sag mal so ein bisschen quer zur Bundesregierung eigene Sozialberichte zu veröffentlichen. Letztes Jahr gab es zum Beispiel einen sehr, sehr großen Sozialbericht, den der Paritätische auch veröffentlicht hat, wo zum Beispiel auch dieses, wie ich finde, durchaus erschreckende, aber sehr deutliche Wort auch rauskam, das Ruhrgebiet ist das Armenhaus der Nation. Ja, also das haben Sie sozusagen skizziert. Wie bewerten die Wohlfahrtsverbände den Bericht? Wie bewerten Sie die Entwicklung insgesamt? Also wie die Wohlfahrtsverbände das in toto bewerten, kann ich heute Abend nicht sagen. Also ich weiß in etwa, was die Diakonie dazu sagt, was die AWO dazu sagt. Von der Caritas habe ich weniger gelesen. Es gibt keine bisher gemeinsame Stellungnahme der AG der Wohlfahrtsverbände. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, unterscheiden wir uns da nicht sehr. Ich möchte jetzt dann doch lieber für den Paritätischen sprechen, weil da weiß ich genauer, was Sache ist. Ja, wie wir den Bericht bewerten, klar, die Zahlen sind nie unpolitisch. Und das ist ja hochinteressant bei der Debatte,
Die einen sagen, Deutschland kann sich auch im europäischen Maßstab ganz gut sehen lassen und finden Argumente. Und es gibt tatsächlich Argumente. Wenn wir nach Frankreich, nach Großbritannien gucken, in die Vorstädte, dann ist was dran. Das kann man herauslesen, aber man kann auch herauslesen, das lesen wir heraus als Paritäter, dass natürlich die Armut zugenommen hat, dass die Kinderarmut, ist ja gerade gesagt worden, was nicht gesagt worden ist, dass der Reichtum auch zugenommen hat. Also die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu und dann kann man Textstellen streichen oder nicht streichen. Ich glaube, das ist relativ unbestritten und der Trend hält an. Und das ist jetzt aber vielleicht doch spannend. In der Zeit, wo es konjunkturell eigentlich ganz gut läuft, und das war ja normalerweise immer so die These seit Helmut Kohl schon vorher, wenn es der Konjunktur gut geht, also die Pferdeäppeltheorie, dann kommt genug raus, da können wir einen sozialen Ausgleich hinkriegen. Das haut nicht mehr hin und der Paritätische hat eben auch in der Studie nachgewiesen, dass sozusagen die SGB II, also die Erwerbslosenquote, sich abkoppelt von der Armutsquote, ist gerade eben auch angesprochen worden, prekäre Beschäftigung etc. pp. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmals, dass man nicht mehr sagen kann, in der guten Konjunktur geht sozusagen alles nach oben, sondern da findet etwas statt, was uns umtreibt. Prekäre Beschäftigung, also selbst im Sektor der Beschäftigten merken wir Unterschiede. Also das ist ja so ein beliebtes Modell in die Gesellschaft in 10 Teile einzuteilen, 10 Dezile. Und wenn wir mal bei der Lohnentwicklung gucken, dann sind diejenigen, also der gute Facharbeiter, der hat die letzten Jahre etwas draufgekriegt, aber das unterste Drittel, das unterste Dezil eben nicht. Also das heißt, das wäre auch eine Frage, die ich gerne mal mit Gewerkschaften diskutieren möchte, wie das da aussieht. An dem Punkt ist sozusagen auch innerhalb, wenn man mal so sagen will, der Klasse der Arbeiter, auch da findet ein Wechsel statt. Und das alles besorgt uns, und am meisten besorgt uns diese feste Armut von Kindern, die Lebenschancen von Kindern. Letzte Bemerkung, ich sag mal, das irritiert mich immer. Bei Kindern sagt man doch ganz klar, ein armes Kind muss geholfen werden. Irgendwann, wenn das Kind 12, 13, 14, 15, 16 wird, plötzlich ist es selbstverantwortlich. Also die Zuschreibung, wer ist jetzt schuld? Also wir finden schnell einen großen Konsens, dass man Kindern helfen muss, aber interessanterweise, irgendwann schlägt es um und dann ist man offensichtlich für sich selbst verantwortlich. Und ich sag mal, aus unserer Sichtweise müssen wir ungeheuer viel tun, in Kinder zu investieren, dass wir nicht abgehängt werden. Da sind andere Länder besser und da kann man vielleicht auch ein bisschen was abgucken. Also das auf die Schnelle. Vielleicht noch eines, das sage ich dann auch immer ganz gerne, wenn man an Umverteilen denkt. In den USA gibt es beispielsweise 550 Gefängnisinsassen pro 100.000 Einwohner, in Deutschland 106. Und ich möchte nicht amerikanische Verhältnisse an dem Punkt, was den Sozialstaat auch angeht. Vielleicht nochmal als Nachfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich darf verraten, dass wir gestern telefoniert haben und dass Sie geäußert haben, die These, dass eigentlich erstaunlich ist, dass wir zum Beispiel in Deutschland trotz zunehmender Armut noch nicht sowas haben wie französische Vorstadtverhältnisse. Ja? Also dass in Deutschland ja doch irgendwas passiert ist und strukturiert wurde in der Vergangenheit, was zumindest verhindert, dass wir Stadtteile haben, die so abgehängt sind, dass sie wirklich wie Ghettos, das mit Kriminalität und so weiter sozusagen auch Gewalt erzeugen. Würden Sie die These noch so wiederholen und was muss passieren, dass es auch so bleibt? Weil Sie haben ja auch, glaube ich, auch die Bedenken geäußert, dass wir gegebenenfalls in die Richtung entwickeln könnten. Ja, jetzt verraten Sie unser Telefongespräch. Transparenz also, ist alles. Ich finde, unser Sozialstaatsmodell, auf das können wir auch ein bisschen stolz sein. Also wenn man mal über längere Korridore guckt, jetzt mal ganz die parteipolitische Brille etwas weglassen. Ich finde so Programme wie Soziale Stadt, was es alles in der Vergangenheit gab, das ist nicht ganz nutzlos gewesen. Und ich finde, wenn man den europäischen Vergleich macht mit französischen Vorstädten, mit englischen Vorstädten, dann sind wir in Relation, das muss man immer, also ich will es auch nicht harmonisieren oder nicht schönreden, aber ich finde, das sind auch Beispiele, dass kommunale Sozialpolitik, wenn sie die Brille richtig aufhat, Dinge erkennt und auch gegensteuern kann, zwar sehr begrenzt, weil kommunale Sozialpolitik, das wissen die Kölner genauso wie die Siegener und die Hasewinkel auch, muss natürlich Dinge ausbaden, die unter Umständen woanders erzeugt wurden. Also die Hartz IV und Kosten der Unterkunft und die Aufforderung, seinen Wohnraum zu verlassen, auch wenn Kinder dabei sind. Und was natürlich bedeutet, dass wir auch eine Dynamik da drin haben, das kann sozusagen Kölner Sozialpolitik nur sehr schwer in den Griff kriegen.
Aber trotzdem bleibe ich dabei, ich finde, wir haben manches auch nicht nur schlecht gemacht, wenn man ein bisschen länger guckt. Gut, und das gilt es vielleicht heute rauszuarbeiten, was denn das ist, was auch gut gemacht wurde, das eben zu verstärken und auch, sage ich mal, vor dem Hintergrund des Drucks, auch was Haushaltskonsolidierung und so weiter angeht, eben dann nicht aus dem Blick zu verlieren. Herr Dr. Suenius, Sie sitzen ja jetzt als Kölner Vertreter hier auf dem Podium auch und mich würde interessieren, wie Sie auch als Vertreter auch der Wirtschaft die Lage in Köln speziell wahrnehmen und ob Sie glauben, dass eben auch eine zunehmende Spaltung der Stadt, ob das eben auch einfach Ausdruck der Spaltung des Arbeitsmarktes ist. Also hängt das so klar und so platt zusammen oder gibt es da noch weitere Gründe für? Also wenn Sie genau in die Richtung fragen, meiner Ansicht nach hängt das so platt nicht zusammen. Das ist auch schon die Intention der Frage gewesen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wenn man mal den Kölner Arbeitsmarkt ansieht im Vergleich der letzten Jahre, gar nicht so keine langen Reihen man nimmt und dann auch gleichzeitig die Entwicklung in der Wirtschaft, ist es so, dass eigentlich in Köln doch die Situation war im Vergleich auch zu anderen Städten und zu anderen Regionen, gerade nochmal im Zuge oder im Nachfolge der Finanzkrise, dass wir beim Arbeitsmarkt relativ glimpflich davon gekommen sind. Ich will noch ein Beispiel nur mal. In Stuttgart hat es im Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2009 nachher 40% Kurzarbeiter gegeben. Hängt natürlich auch zusammen. Stuttgart stark orientiert Richtung Automobilwirtschaft, während in Köln die Kurzarbeiterquote damals 2% betrug. Im Oberbergischen, im Bergischen Land betrug sie allerdings da auch fast 60%, weil da sehr viele Unternehmen im Bereich Automotive unterwegs waren. Also man merkt so die Abhängigkeiten, da wo sehr monokausale Zusammenhänge sind, ist es so, dass der Arbeitsmarkt dann auch automatisch mit solchen Dingen reagiert. In Köln ist es eben durch diese Bandbreite, wir haben den absoluten Vorteil, das ist ein echter Standortvorteil, dass wir sowohl sehr viele kleine mittelständische Unternehmen haben, aber eben auch sehr große Branchenspreizung. Wir sind eben immer um die letzten Krisen so einigermaßen rumgekommen. Hat das aber was damit zu tun, dass es in Teilen der Stadt soziale Schieflagen gibt, nenne ich es erstmal, wir kommen nachher noch dazu zum Thema Stadtteile. Da muss man sicherlich nochmal drauf blicken, was in den 80er Jahren passiert im Strukturwandel. Und das erklärt dann auch einiges, was so gerade angesprochen worden ist, im Hinblick auf die Frage, wie Kinder und Jugendliche gerade arm geworden sind. Das ist nämlich gerade in den Stadtteilen, wo der industrielle Wandel sozusagen große Arbeitsplätze freigestellt hat, weil große Unternehmen, gerade insbesondere im rechtsrheinischen Industrieunternehmen, geschlossen haben, sich verkleinert haben oder verlagert worden sind. Und dadurch sind in der Tat sehr große Probleme dort entstanden. Das kann man auch nicht kleinreden, das ist so. Es ist dann teilweise aufgefangen worden, aber auch das muss man sagen, nicht jedes Medienunternehmen nimmt jeden Industriearbeitsplatz einfach mal so auf, sondern das sind dann durchaus ist ein Wandel in der Arbeitswelt, ein Wandel auch in der Situation der Beschäftigten. Wir haben allerdings natürlich auch eine Reihe von, wir haben ja 60.000 Arbeitslose, etwas drunter zurzeit in der Stadt, aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge noch in Menschen in Programmen drin, die darf man auch nicht ganz vergessen. Und da sollte man auch nochmal den Blick drauf werfen, wie kann man Menschen helfen, wie kann die Wirtschaft helfen. Sie kann eigentlich ja nur Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, deswegen kämpfen wir ja so gerade für guten Wirtschaftsstandort, für gute Bedingungen für Unternehmen, damit sich Unternehmen hier ansiedeln können, neue, die bestehenden aber auch gepflegt werden, muss ich schon immer wieder sagen. Und zwar in jeder Hinsicht, nicht nur die großen, sondern eben auch die kleinen mittelständischen. Das ist eben so ein Punkt, wo städtische Politik eingreifen kann, dass man die Rahmenbedingungen schafft, damit, das sage ich dann doch, wohin vielleicht die These vorhin aufgestellt worden ist, hängt nicht unmittelbar zusammen, aber ich sage eben doch, es ist so, dass wenn Unternehmen an einem Standort gut produzieren können, immer auch ein Gewinn für den Sozialstaat da ist, sprich für die Menschen, die darin leben, weil sie Arbeitsplätze haben. Das muss man doch ganz klar sagen. Und insbesondere im Bereich Ausbildung, da sehen wir es ja als Kammer, wir sind ja verantwortlich gerade für Ausbildung, für junge Menschen, ist es immer wieder wichtig und entscheidend, dass die Jugendlichen Ausbildungsplätze bekommen. Da kämpfen wir auch für, auch bei den Unternehmen ist auch nicht immer einfach, muss man klar sagen. Aber es ist wichtig, dass die Menschen in Ausbildung kommen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, um später eben nicht in so eine Biografie herabzufallen, die dann in eine absolute Erwerbslosigkeit landet. Und teilen Sie da auch die These, die Horst Löwenberg sozusagen gerade eben auch nochmal eingebracht hat, dass eben sozial nicht nur ist, was Arbeit schafft, sondern auch was gute Arbeit schafft? Also sprich, dass eben Arbeitsverhältnisse eben auch natürlich nicht prekär sein dürfen, also sprich Arbeit nicht als Selbstzweck, sondern eben gute Arbeit, weil das ist ja auch, hängt ja auch sehr stark zusammen. Jetzt könnte ich mich natürlich als Industrie- und Handelskammer darauf zurückziehen, dass mir das schon per Gesetz verboten ist, dazu überhaupt was zu sagen. Denn wir dürfen eigentlich zu Arbeit und Sozialrecht als Kammern ja nichts sagen, aber als Standortfaktor natürlich
In der Tat ist es natürlich so, dass Arbeit oder gute Arbeit auch ein Standortfaktor ist. Das muss ich schon betonen. Also das habe ich ein bisschen versucht zu umschiffen mit dem Thema Ausbildung. In der Tat ist es natürlich, oder andersrum gesagt, auch der Wirtschaft dient, wenn Menschen Arbeit haben und dafür gut bezahlt werden. Denn letztendlich sind es dann doch auch Konsumenten und können auch Geld ausgeben. Das ist mal so die kindisanische Sichtweise. Ich versuche so um den Paragraph 1 IHK-Gesetz rumzukommen. Ja, großartig. Jetzt hätte ich Ihnen versprochen, wir zitieren Sie auch nicht damit, aber ich fürchte, es ist jetzt schon irgendwie wahrscheinlich schon bei Twitter in New York angekommen. Genau. Nein, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, Sie haben die Kinder und Jugendlichen angesprochen oder die Kinder angesprochen und würde da gerne auch mal jetzt nochmal vertiefend einsteigen. Wir werden nicht alle Themen diskutieren, die mit diesem spannenden Thema Spaltung der Städte zu tun haben, aber ich würde gerne mindestens auf drei jetzt nochmal vertiefend eingehen. Das ist einmal die Lage der Kinder und das Aufwachsen in Städten, dann natürlich das Wohnen. Ja, ich glaube, eines der drängendsten Themen, die wir im Thema Stadtentwicklung auch haben, und natürlich nicht zuletzt, aber sozusagen als Voraussetzung für alles, die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Und da würde ich gerne Katrin fragen, mit dem ersten Thema, weil du ja auch nicht nur engagierte Sozial-, sondern auch Kinderpolitikerin bist, wie du die Lage der Kinder und Familien in den Städten wahrnimmst und was du für Vorschläge hast, wie sich gerade eben das Aufwachsen in den Städten besser gestalten lässt. Mhm. Und wir kommen dann nachher noch zu den anderen Themen, weil unbedingt. Mich hat das vorhin schon zum Wider. Wir müssen uns ein Mikrofon teilen. Das ist ein Problem. Man kann da nicht reinreden, weil Programm soziale Stadt ist gut, ja. Aber wie ist es jetzt ausgestattet? Aber darüber sprechen wir dann später noch. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei den Kindern. Da glaube ich, ist es relativ schlicht. Sie haben das ja auch gesagt. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern eine Situation, die uns nicht nur besorgt machen muss, sondern die eigentlich auch peinlich ist. Also die Tatsache, ich habe vorhin schon Zahlen genannt, dass bei uns die Aufstiegsmöglichkeiten so gering sind, je nachdem, was die Eltern verdienen oder welche Ausbildung die Eltern jemals abgeschlossen haben oder eben nicht, gehört zu den großen Skandalen, die wir in Deutschland haben. Und ich bin fest überzeugt, man wird dem begegnen können, wenn man ganz früh anfängt. Also wenn man anfängt mit ausreichender Kinderbetreuung, aber auch qualitativ guter Kinderbetreuung. Meine Sorge ist im Moment so ein bisschen, wir reden alle und ja auch richtigerweise über den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, auch für die unter Dreijährigen. Und die Kommunen sind am Ende diejenigen, bei denen geklagt wird. Der Bund führt ein Betreuungsgeld ein und verpulvert da ein paar Milliarden für die Betreuung von Horst Seehofer statt für die Betreuung der Kinder. Und wir sind in einer Situation, wo ich sagen würde, mindestens genauso wichtig ist, in welcher Qualität findet diese Kinderbetreuung eigentlich statt, wie ist der Betreuungsschlüssel, wie gut ausgebildet sind eigentlich Erzieherinnen und Erzieher, übrigens auch was verdienen die und was haben die selber für Aufstiegsmöglichkeiten. Nicht nur, weil ich ganz gerne hätte, dass es auch ein paar männliche Erzieher gibt in Kitas, sondern weil, das klappt immer, da klatscht immer jemand, das ist gut. Meistens Männer, meistens aber Männer übrigens. Aber es ist ja tatsächlich ja eine Frage, sondern auch, weil ich finde, wenn man der festen Überzeugung ist, dass die Bildung und Erziehung und das Aufwachsen von Anfang an so wichtig ist, dann kann man nicht sagen, damit hat man einen Job, wo man erstens relativ wenig verdient und zweitens, wo man, ja, man kann Kita-Leiterin werden, aber das war es dann eigentlich auch schon fast. Das Zweite, da bin ich ja froh, dass wir in NRW ein gutes Stück weiterkommen, auch wenn das noch nicht überall so ist, dass man schon einen Haken dran machen und feiern kann, sind natürlich die Ganztagsschulen und sind natürlich Schulen, wo man länger zusammen lernt. Selbstverständlich, das ist eine weitere Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Kinder bessere Chancen haben. Aber auch, und das ist dann sozusagen neben dem Grundprogramm, was man braucht, die Ausbildung gehört selbstverständlich dazu. Man kann nicht einerseits über Fachkräftemangel heulen und auf der anderen Seite nicht dafür sorgen, dass so viele gute Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, dass Kinder so aus der Schule kommen, dass sie auch tatsächlich in gute Ausbildung kommen und so weiter, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn man über soziale Stadt redet und wenn man über das Leben in der Stadt redet, dann ist der ganz alte Begriff der Kindernasenhöhe bei der Stadtentwicklung vielleicht dann doch gar nicht so fehl am Platze. Dass klar wird, die Städte sind erstmal dafür da, dass da Menschen leben können und sind erstmal dafür da, dass sich da Kinder wie Erwachsene, Kinder, Ausrufezeichen, wohlfühlen.
Und wir richten uns bitte nicht danach, wie die Autos gut von A nach B kommen, sondern zuerst mal danach, wie die Kinder und die Familien gut von A nach B kommen. Und wir richten uns bei der Stadtentwicklung danach nicht, dass die Autos viel Platz haben, ich bleibe mal bei dem Beispiel, sondern dass die Kinder viel Platz haben. Also wenn man sich unsere Bauordnungen anguckt, wenn man sich manche Stadtentwicklung anguckt, dann fragt man sich, warum eigentlich überall selbstverständlich immer ein Parkplatz gebaut wird. Aber sobald ein Kinderspielplatz gebaut wird, sich jemand findet, der sagt, das könnte hier laut werden. Und das hat meiner Meinung nach mit einer kinderfreundlichen Stadtentwicklung ganz zentral zu tun. Ich glaube übrigens auch, du hast ja vorhin ganz am Anfang schon gesagt, Transparenz ist alles. Ich glaube auch Beteiligung ist alles. Und wenn man Kinder, wenn man Jugendliche tatsächlich fragt, was sie brauchen, dann stellt man ja bei Stadtentwicklung häufig fest, dass das nichts ist, wo man erstmal einen großen Packen Geld auf den Tisch legt. Also, dass Kinder nicht in erster Linie darauf kommen, dass sie so ein Gerät wollen, wo unten so eine große Feder ist, wo man hin und her wippen kann, sondern dass sie sagen, wenn ihr uns irgendwie eine Wiese gebt, wo noch ein paar Büsche stehen und man mit ein paar Brettern was bauen kann, ist uns das jedenfalls lieber, gehört zu den Erkenntnissen, die jetzt nicht besonders neu sind, aber die für Stadtentwicklung jedenfalls auch nicht uninteressant und nicht unwichtig sind. Und dass wir Durchmischung brauchen, ist was total Selbstverständliches. Wir wissen, dass keine Gesellschaft heute noch erfolgreich sein kann, wenn sie nicht auch Vielfalt bildet. Und deswegen ist, glaube ich, die Situation, die wir häufig in großen Städten vor allen Dingen haben, dass Kinder, die in der gleichen sozialen Situation leben, am gleichen Ort sind und kaum Chancen haben, Kinder kennenzulernen, die in einer anderen Situation sind und auch Lust darauf zu kriegen, selber aufzusteigen, sich selber anzustrengen und so weiter. Das gehört eben dazu. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage der Stadtentwicklung, die dann eben auch wirklich auch eine ganz soziale Frage ist und um die man überhaupt nicht drum herum kommt. Also ich habe zwei Plädoyers daraus gehört. Einmal Kinder-Mainstreaming, ja, also sprich die Belange von Kindern in jedem Politikfeld, auch bei Stadtplanung und so weiter, automatisch mitdenken. Also Kinder-Mainstreaming klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir kennen ja Gender-Mainstreaming, heißt ja auch die Belange von Geschlechtern im Blick zu haben und da sozusagen die Belange von Kindern im Blick zu haben und durch Mischung. Jetzt wäre meine Frage an Herrn Löwenberg. Wir hatten gestern auch das Thema Durchmischung am Telefon. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen. Durchmischung, teilen Sie das? Kann Politik das überhaupt sicherstellen? Und welche Maßnahmen würden Ihnen da jetzt speziell einfallen in Bezug jetzt wirklich auf Stadtplanung, Stadtentwicklung, aber auch eben Bildung, Institutionen für Kinder, um Durchmischung wirklich herzustellen? Kann Politik das? Darf Politik das? Ja, also der Begriff Durchmischung, der geht schon ein bisschen gegen mich, einfach vom Begrifflichen, aber ich habe jetzt auch keinen besseren, also müssen wir mal drüber nachdenken. Also gestern haben wir telefoniert und habe gesagt, mein Gott, erinnert ihr euch noch, als der Roland Koch gesagt hat, man muss eventuell Kinder aus bestimmten Gebieten mit dem Bus in eine andere Schule fahren, damit das besser hinhaut. Da war ein riesiger Aufschrei, fand ich auch nicht richtig. Aber die Grundidee dahinter finde ich an dem Punkt überlegenswert. Und zwar, also was Frau Görig-Eckhardt gesagt hat, ist alles richtig. Aber was ich auch gelernt habe oder was in vielen Studien steht, dass die Peers, also die Kleingruppe fürs Lernen und für Bildungserfolg enorm wichtig ist. Da kannst du drei Sozialarbeiter hinstellen, die auch gut sind, aber die können das nicht auffangen, was eine Peer ausmacht. Und eine Peer, sage ich mal, der Bildungserfolg, wenn ich sozusagen Menschen zusammen, Kinder zusammenbringe aus verschiedenen Milieus. Das ist enorm wichtig für den Bildungserfolg. Und genau an dem Punkt ist es so, schmerzt mich das so sehr, dass die Segregation zugenommen hat. Und deshalb kam ich mit diesem Kochbeispiel, das ich nicht hochheben will, aber die Fragestellung ordnungspolitisch, wie kann man das hinkriegen? Und dann haben wir am Telefon auch drüber gesprochen, in Nordrhein-Westfalen wurden ja die Grundschulbezirke aufgelöst. Es war ja ein Akt der Freiheit. Habe ich damals auch gedacht, ist ja prima. In unserem Gemeinwesen haben wir gesehen, dass sozusagen die Teilung der Kinder dann schon früher angesetzt hat. Also Bekenntnisschulen boomen und da gehen in der Regel unsere Kinder hin, sage ich jetzt mal, ich pointiere es ein bisschen. Aber das Kind, was im Stadtteil wohnt, was nicht so gut angebunden ist mit Bussen, wo die Eltern sich auch nicht so viel Gedanken machen um die Schule, bleibt halt dort. Und das kann man messen. Ich
habe hier eine ganz spannende Studie vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die haben Segregationsdinge gemessen von 2007 bis 2009. Sehr kompliziert, sehr komplex. Will ich jetzt nicht über die These oder wie das funktioniert, da ist auch Köln drin. Und da zum Beispiel wird festgestellt, auch wenn die Kinderarmut in dem Zeitraum in Köln etwa gleich geblieben ist, hat im gleichen Zeitraum aber die Segregation zugenommen. Und bei Kindern ist es extrem stark, im Gegensatz beispielsweise zu Menschen mit Migrationshintergrund und zu Menschen, die erwerbslos sind. Da war das nicht so deutlich verfolgbar. Heißt, im Grunde passiert eigentlich genau das, was nicht passieren darf. Und da ist jetzt natürlich Politik gefragt, wie man das machen kann, ordnungspolitisch nach dem Motto Aufhebung der Freiheit der Grundschulbezirke. Das würden sich wahrscheinlich auch die Grünen nicht trauen. Ich tue mich da auch schwer. Aber im umgekehrten Fall habe ich erlebt, dass sozusagen das Teilen, was im Kindergarten funktioniert noch halbwegs, dann aber nicht mehr funktioniert. Und wenn ein Kind in einem Milieu groß wird, wo sozusagen die Vorbilder, wo es eher ungewöhnlich ist, dass Eltern einen geregelten Erwerbshaushalt haben, dann ist es ja eigentlich nicht so ganz verwunderlich bei dem Leitbild, dass man da vielleicht auch andere Inhalte setzt und in Anführungsstrichen in manchen Milieus ist Rumharzen halt ein Wort, was gängig ist, weil man sonst keine Perspektive hat. Gefällt mir nicht. Aber das mit dass verschiedene Milieus zusammenkommen, da müssen wir noch verstärkt drüber nachdenken. Soziale Stadt, das war ja der zweite. Natürlich weiß ich auch, dass das gekürzt wurde und das finde ich auch ganz schlimm. Aber das wären so die Modelle Familienbildung etc. Da können wir vielleicht nachher noch drauf zurückkommen. Aber bevor man nachrangige Sozialarbeit macht, finde ich, müssen wir vorher überlegen, was passiert. Letztes Beispiel aus Dortmund, Phoenixsee. Ne, da haben sie was Wunderschönes gemacht, da sollen dann die Reichen hinziehen. SPD-Bürgermeister. Jetzt kommt dann der SPD-Ortsverband und sagt, Mensch, so haben wir uns das ja nicht gedacht. Was ist denn jetzt eigentlich mit denen, die nicht so viel Geld haben? Vorne dran ist so eine Straße, da wohnten viele Migranten, das war ja am Höschgelände. Die müssen jetzt ausziehen, weil sozusagen das ganze Viertel aufgewertet ist. Da wohnen dann die Fußballprofis von Dortmund und der Kickbesitzer. Und ja, das ist aber realpolitisch genauso, wie das passiert. Und dann haben wir im Prinzip etwas, was wir nicht wollen sollten. Ich finde, bei Neubaumaßnahmen muss man auch immer einstreuen, sozialen Wohnungsbau. Was weiß ich, da kann man ja was denken im Vorfeld. Bevor ich Herrn Soenius das Wort gebe, eine Kurzintervention von Katrin Göring-Eckardt. Also ich finde bei dieser Frage der Durchmischung, Sie haben ja gesagt, da müssen wir noch viel drüber nachdenken. Ich glaube auch, da braucht es echt Fantasie. Es gibt einen ganz guten Trick, der hier und da schon funktioniert hat. Der ging nach dem Motto, ganz, ganz einfaches Prinzip, den Schwachen muss man besonders stark helfen. Und deswegen statten wir die Schulen in bestimmten Stadtteilen sehr viel besser aus. Da sieht die Schule äußerlich besser aus. Das kann man sich ja auch nicht gleichermaßen überall gleich leisten. Da gibt es einen besseren Schlüssel, was Lehrerinnen und Lehrer angeht. Und es gibt auch noch mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Diese Schule wird auf einmal total lukrativ für andere, die sagen, naja, die eine Variante ist, dass mein Kind jetzt an eine freie Schule geht und ich Schulgeld bezahle, muss man in NRW ja wahrscheinlich nicht, aber Und die andere Variante ist, ich gehe in den Nachbarstadtteil, aus dem ich eigentlich weggezogen bin, weil ich da nicht mehr sein wollte, aber da haben die Schulen eine großartige Ausstattung und das hilft auch meinem Kind. Ich finde, das ist ein einfacherer Trick, als ordnungspolitisch zu sagen, wir sagen euch jetzt mal, in welche Schule ihr gehen dürft, weil das wird, glaube ich, aus anderen Gründen zu einem Aufstand führen, den ich auch richtig finde. Weil sich Schulen ja unterschiedlich entwickeln, nicht jede Schule ist gleich, zum Glück. Und ich finde nach wie vor, die Schule muss zum Kind passen und nicht das Kind zur Schule. Und die Grünen haben sich auch in der Landesregierung immer dafür eingesetzt, dass die Grundschuleingangsbezirke auch sozusagen wiederkommen, nachdem Schwarz-Gelb sie abgeschafft hat. Und das wäre jetzt auch meine Frage an Herrn Soenius, weil kann Politik wirklich so, ordnungspolitisch durch Mischung, auch wenn das Wort nicht schön ist, fördern, ja, also sozusagen nicht nur was Kitas und was Schulen angeht, auch zum Beispiel was Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit angeht und so weiter. Also kann Politik das wirklich schaffen, dass sozusagen nicht schon die Spaltung im Kindesalter stattfindet und wie sollte sie das tun? Also das ist ein originäres Feld, wo die kann man sich eigentlich nicht so äußern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aus Thema stadtentwicklungspolitischen Gründen immer so ein Thema, wo man versucht,
als Wirtschaft natürlich gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist ja das, was uns interessiert, unser Unternehmen interessiert. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, und jetzt will ich mal weg von diesen Grundschuldiskussionen, da will ich definitiv nichts zu sagen, hin zu dem anderen Thema, was aber auch Kinder und Jugendliche betrifft, oder Jugendliche betrifft, eher, dass eben das Thema gerade nochmal, wie Hauptschulen unterstützt werden oder eben auch das Thema Berufsschule, die immer vergessen werden. Zum Thema Hauptschule, wir haben in Köln immerhin Hauptschulen noch und wir haben häufig das Thema, dass dann Lehrer, Unterstützer oder auch teilweise Schüler selbst zu uns kommen und sagen, können uns nicht helfen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ich glaube, was Politik leisten kann und Politik leisten muss, ist, dass wenn junge Menschen aus der Hauptschule kommen und dann diesen Weg gehen wollen und nicht weiter schulische Bildung einschlagen wollen oder können, wie auch immer, dass zumindest dieses Vorurteil aufgehoben wird. Und da ist es schon so, dass wir dann versuchen, also ohne jetzt dazu sehr einzugreifen, aber diesen Abschlussklassen zum Beispiel in der Form zu helfen, dass sie sich besonders bewerben können bei Unternehmen in der Gegend. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Aber das ist schon so ein bisschen so, dass die Schüler zum Beispiel es schaffen können, allein weil sie dann Adressmaterial haben, sich bei bestimmten Unternehmen vorzustellen mit Ausbildungsbroschüren. Das machen die ganz toll. Gemeinsame Klassen machen also Ausbildungsbroschüren. Das fehlt mir häufig so in dem Denken der Schulpolitiker, dass da nochmal in die Richtung gedacht wird, wie kriegen wir denn die jungen Menschen auch nochmal aus der Schule in dieses Thema Arbeit, Ausbildungsplatz. Da müsste man sicherlich mehr offizielle Hilfen vielleicht auch erlauben. Das ist mal so ein Thema Datenschutz und so, da muss ich dann auch manchmal Kopf schütteln. Die jungen Leute wollen was und wir können dann nicht immer so. Aber wir versuchen es dann irgendwie, denen irgendwie so zu helfen, dass sie sich vor Ort bewerben können. Das Gleiche gilt zum Beispiel mit dem Thema Berufskollegs. Auch da ist so ein Thema, die sind meist immer die schlecht ausgestattetsten. Also rein von Räumen her, von den technischen Errungenschaften her, während dann manche Gymnasien oder Gesamtschulen besonders gut ausgestattet sind, sind aber die Berufskollegs, wo ja eigentlich Leute was Praktisches lernen sollen, neben diesen allgemeinen Fächern, häufig in einem Zustand, da muss man auch sagen, da gibt es gute leuchtende Beispiele, aber es gibt eben auch viele schlechte Beispiele. Und da sind für mich so jetzt als Wirtschaft, sag ich mal, Wirtschaft, die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden können, dass die möglichst gleich sind, dass jeder die gleichen Chancen hat, auf ein anständiges Berufskolleg zu gehen und gleiche Möglichkeiten, egal ob das in Köln oder Siegen oder auch im ländlichen Bereich irgendwo ist, dass die Möglichkeiten geschaffen werden, dass da diese Unterrichte so erteilt werden können, dass jeder das damit anfangen kann. Ich will aber auch noch was zu dem Thema sagen, Stadtentwicklungspolitik von unten oder Augenhöhe. In der Tat ist es so, dass wir heute Stadtentwicklungspolitik machen für Leute, die eigentlich in 15 Jahren, sag ich mal, 20 oder 25 sind. Stadtentwicklungspolitik ist ja immer etwas, was vordenken soll, teilweise auch wegen den langen Planungszeiten, der automatisch eigentlich Ergebnisse heute produzieren soll, die eigentlich auch mich dann gar nicht mehr so sehr betreffen. Ja, ich bin ja auch im Stadtentwicklungsausschuss und denke manchmal so, die Entscheidungen, die da gefällt werden, ist schön und gut, aber es geht ja eigentlich um andere. Und wir haben ja als Wirtschaft in Köln den Masterplan für die Innenstadt, städtebauliche Masterplan für die Innenstadt bezahlt, der Stadt geschenkt, ohne Vorgaben, also für die Nicht-Kölner, hat also das Büro Speer den Masterplan entwickelt. Und da sind wir mit dem Masterplan, habe ich gesagt, da müssen wir auch in die Schulen gehen. Also zumindest mal so Leute, die 18 sind oder 17, 18 sind, dass man die mal mit beschäftigt, weil was da entwickelt worden ist, war so ein Plan, also 15, 20 Jahre, will man gar nicht so genau sagen. Aber es sind ja eigentlich Dinge, die eigentlich Leute betreffen, die in 20 Jahren noch hier wohnen sollen. Und das wird häufig vergessen. Also jetzt mal ein bisschen weg von der Schulpolitik, weil ich dazu nichts sagen möchte. Generell, die politischen Entscheidungen, die heute getroffen werden, sollten häufiger an dem gemessen werden, was sie auswirken. Und dann muss ich natürlich auch heute Leute fragen, die Leute sind ja da, ob es jetzt Schüler sind oder Studenten oder wen auch immer, auch junge Auszubildende zum Beispiel. Die werden aber meist überhaupt nie gefragt. Natürlich mit der Wahlurne, klar, kann jeder abstimmen, aber so im Laufe dessen, was unterwegs ist, da sollte vielleicht Politik sich auch stärker öffnen. Wir haben das als Wirtschaft ja gemacht und also die Veranstaltung im Humboldt-Gymnasium, wo drei Jahrgangsstufen zusammenkamen, fast 250 Schüler, war eine der besten Veranstaltungen des Masterplans, weil die Jugendlichen haben sich wirklich intensiv mal mit der Frage beschäftigt, wie sieht denn die Stadt für mich in 20 Jahren aus? Was habe ich denn dann davon? Und das wäre nochmal so ein Hinweis in alle Politikbereiche, vielleicht, oder da, wo es möglich ist in der Kommune. Kann man vielleicht nicht für alle machen. Vielleicht können wir das jetzt auch mal ein bisschen konkretisieren, nochmal in Bezug auf Köln.
Und ich würde auch gleich direkt mal ein paar Fragen aus dem Publikum zulassen, damit wir auch in Dialog auch untereinander kommen. Würde aber einsteigen, indem ich zwei sehr engagierte Sozialpolitiker hier in Köln begrüße, nämlich Kirsten Jahn und Ossi Helling, die hier in der ersten Reihe sitzen, Mitglied der Ratsfraktion in Köln. Herzlich willkommen. Die uns vielleicht einen kurzen Einblick geben können, wie denn genau eigentlich die speziellen Probleme, was soziale Spaltung angeht, in Köln sind. Habt ihr jetzt, sag ich mal, plastische Beispiele, wo ihr das auch deutlich machen könnt, um uns so ein bisschen nochmal so ein Gefühl dafür zu geben, wie es eigentlich in Köln jetzt genau ausschaut? Und danach würde ich euch dann Ihnen dann die Gelegenheit geben, sich auch mit Fragen zu Wort zu melden. Kirsten fängt an. Ja, ich stehe vielleicht dazu auf. Kirsten Jahn, ich bin Jugendpolitikerin, also Soziales mache ich zwar mit, aber nicht ausschließlich Jugend. Also ich mache vor allem Jugend- und Schulpolitik, aber macht nicht. Ich hatte eben gesagt, mit den Aufstiegschancen. Wir haben in der Stadt sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Die Kinder haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie sozial aufsteigen können. Zum Teil auch haben sie gar keine Möglichkeiten, sozial aufzusteigen. Ich kann das an 2 oder 3 Beispielen ganz klar manifestieren. Also wir haben zum Beispiel Stadtteile wie Lindenthal, wo über 75% der Fünftklässler ein Gymnasium besuchen. Und wir haben eine der ärmsten Stadtteile, das ist Pfingst, wo unter 25% der Kinder in der 5. Klasse ein Gymnasium besuchen. Das sind keine dümmeren Kinder, die sind einfach nur, haben weniger Chancen gehabt. Und diese Chancen beginnen auch schon früher. Wir diskutieren sehr intensiv, auch richtig und auch engagiert den U3-Ausbau. Und es sind auch genau wieder diese Stadtteile, wie Pfingst, wie Mülheim, wie Kalk, das sind diese rechtsrheinischen, alten, industriell geprägten Stadtteile, die auch im U3-Bereich nicht die Durchschnittszahlen an Plätzen haben, wie Lindenthal, wie Sülz, wie Klettenberg, also die Stadtteile, wo natürlich auch eine engagierte Elternschaft lebt, die sich sehr stark auch macht, dass sie diese Plätze bekommen, auch zu Recht. Aber wir müssen, aber diese Spaltung beginnt dann sozusagen bei den Allerkleinsten, setzt sich dann in allen Bildungsbereichen im Endeffekt fort, wo ganz klar wird, dass die Stadtteile, wo die Kinder, in Pfingst haben wir über 30% der Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, dass diese Stadtteile auch bei der Infrastruktur stetig abgehängt werden. Und da müssen wir und da werden wir auch als Grünen und auch als Politik ganz massiv darauf achten, dass wir da diese Stadtteile wieder an den Durchschnitt heranführen, weil nämlich über diese Aufstiegschancen wir natürlich auch rauskommen aus dieser Verfestigung oder aus dieser Armutsfalle, in denen diese Kinder sozusagen aufwachsen. Und auch als es eben darum ging, diese Sprengel, diese Grundschulsprengel, natürlich die Eltern fahren quer durch die Stadt, weil sie Kinder in bestimmten Stadtteilen haben wollen, wo man einfach sich erhofft, dass das ein bürgerlicher, gut situierter, dem Milieu passender Stadtteil ist. Und die Eltern, die dieses Bewusstsein einfach nicht haben oder auch die Möglichkeiten gar nicht haben, ihre Kinder quer durch die Stadt zu fahren, die bleiben dann in den Schulen, auch wenn die Schulen zum Teil, weil sie schwierige Kinder haben, besser ausgestattet sind und weil die Schulen auch mit pädagogischen Konzepten versuchen, massiv dagegen zu arbeiten. Aber die Eltern fahren trotzdem oder quer durch die Stadt und das können viele Eltern nicht, gerade aus den bildungsfernen Schichten. Und da müssen wir gegensteuern. Ossi Helling. Ja, mein Name ist Ossi Helling. Ich bin, wer mich nicht kennt, langjähriger sozialpolitischer Sprecher der Grünen. Ich wollte jetzt weniger auf die Stadtteile eingehen, sondern ein bisschen mehr auf die Spaltung Arm-Reich insgesamt, obwohl es teilweise dann sozusagen ähnliche Auswirkungen auch innerhalb einzelner Stadtteile oder zwischen einzelnen Stadtteilen gibt. Wir haben, das muss man erstmal feststellen, wir haben auf kommunaler Ebene kein geschlossenes Konzept gegen die Spaltung von Arm und Reich in dieser Stadt. Wir haben allerdings einzelne Erfolge, einzelne Bausteine, die vielleicht Teil eines solchen Konzeptes werden könnten. Erfolge will ich jetzt nicht lange aufzählen. Zwei Highlights sozusagen. Das eine ist der seit vielen Jahren existierende, sehr wirksame Kölnpass, der immerhin 130.000 Menschen ermöglicht, Teilhabe und Chancengleichheit in dieser Stadt zu haben. Insbesondere auch, weil die Mobilität damit massiv gefördert wird. Das ist die Hauptregelung, zum halben Preis hier den gesamten öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das andere ist nur ein weiteres Highlight. Wir haben hunderte von sogenannten freien Trägern, die mit über 12 Millionen Euro finanziert werden aus dem Kommunalhaushalt,
die insgesamt eine riesige Palette von Unterstützung des unteren Drittels der Stadtbevölkerung gewährleisten und dort auch massiv im Alltag arbeiten an Chancengleichheit. Dennoch, obwohl wir solche Einzelbausteine haben, die eigentlich wirken sollten im Kampf gegen die Spaltung der Städte, klafft, glaube ich, die Schere weiter. Wir haben eben zwar gehört, Kinderarmut ist vielleicht identisch, verteilt sich nur etwas anders, aber ich denke, dass die Armutsentwicklung weiter negativ ist in dieser Stadt. Wir haben, vielleicht habe ich mir eine Zahl mal rausgesucht, wir haben im Zuge der neuen Kommunalfinanzierungen mal das Gesamtvermögen der Stadt Köln geschätzt. Das lag im Jahre 2008 bei 15 Milliarden 850 Millionen Euro. Da sind alle Bauten, alle Brücken, sämtliche Gelder auf der Aktivseite dieser Bilanz vorhanden. Das heißt, wir können an dieser Zahl eigentlich sehen, dass Köln eine als Stadt eine relativ reiche Stadt ist, was das städtische Vermögen im weitesten Sinne betrifft. Trotzdem ist die Stadt Köln verschuldet, weil sie quasi auf der Ebene der Betriebskosten, wie das viele Träger ja wissen, auf der Ebene der Betriebskosten sich mehr Ausgaben leistet wie Einnahmen, und von daher gibt es eine Notwendigkeit des Vermögensverzehrs auch. Das Ganze, wie sich diese schwierige Haushaltslage, die wir seit Jahren haben, trotz des Reichtums dieser Stadt, formalen Reichtums dieser Stadt, wie sich die auswirkt in der Spaltung Arm-Reich, das wissen wir eigentlich gar nicht genau. Ich habe mal in den Archiven nachgeschaut. Wir haben in Köln einen zwei-, dreimal versucht, in den letzten 20 Jahren einen Armutsbericht zu machen. Der letzte Armutsbericht stammt aus dem Jahre 2006. Den Reichtumsbericht haben wir es überhaupt niemals versucht, wahrscheinlich, weil es im Rat auch Mehrheiten gab, die gesagt haben, wenn wir das jetzt noch spiegeln auf einen Reichtumsbericht Köln, dann gibt es womöglich eine stadtweite Neiddebatte, die wir aber vielleicht in dieser Stadt gar nicht so brauchen können. Das heißt, es ist eigentlich ein schwieriger Punkt, dass wir über die wirkliche Verteilung von Armut in Köln nichts wissen. Wir haben einzelne Sozialraumdaten über einzelne Stadtteile, wie es dort bildungsmäßig aussieht, wie es mit der Anzahl der Alleinerziehenden aussieht, aber eine systematische Berichterstattung gibt es nicht. Das ist sozusagen das erste Negativschlaglicht. Wir haben keine Vorstellung davon, wie sich wirklich die Armut in dieser Stadt verteilt. Zweites Schlaglicht negativer Art. Wir haben in den letzten Jahren stetig steigende kostenlose Lebensmittelausgaben. Ich habe die Zahlen allein aus dem Caritas-Bereich, der bei weitem nicht alles abdeckt, sondern nur ein großer Anbieter sozusagen in diesem Bereich. Das ist im Bereich der Caritas Köln, hatten wir 2010 43 Lebensmittelvergabestellen, 35 Kleiderkammern und 8 Suppenküchen. Das ist von der Kölner Tafel beispielsweise, wie auch von den bundesweiten Tafeln, wird das Ganze als Erfolg von Mitmenschlichkeit gepriesen, wird gesagt, wunderbare Sache, absolut effektive Umverteilungspolitik. Ich glaube aber, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass das eigentlich 43 Lebensmittelausgabestellen und 8 Suppenküchen, die immer von Jahr zu Jahr mehr werden, die Kölner Tafel ist ein riesig expandierendes Unternehmen, dass das eigentlich eine Bankrotterklärung staatlicher Sozialpolitik ist. Okay, ein Highlight noch zum Schluss, und dann komme ich jetzt auch auf die aktuelle Haushaltskrise. Nee, da kommen wir am Schluss sowieso noch von selber drauf. Ich wollte eins noch sagen, wir haben einen Verwaltungsvorschlag, wo in der sogenannten psychosozialen Begleitung von Langzeitarbeitslosen die Summe von 2,5 auf 1,3 Millionen gekürzt wird. Das ist eine Katastrophe, weil die Folge ist ja so, einige tausend Menschen, die von den sogenannten psychosozialen Begleitungen erfasst werden, werden nicht mehr unterstützt. Das heißt, sie schaffen gar nicht mehr, ihr Alltagsleben halbwegs in den Griff zu kriegen. Die nächste Folge ist natürlich, dass daraus aus sozusagen kurzfristigen Langzeitarbeitslosen, nämlich Arbeitslosigkeit 1, 2 Jahre, 3 Jahre, dass da Dauerlangzeitarbeitslose werden und damit eine enorme Verfestigung der Armut stattfindet.
kurz gesagt, Schlusssatz, Köln braucht eine stärkere Lobby für Armutsbekämpfung. Und das aber setzt voraus, dass wir auch auf Bundesebene viel mehr als bisher die Armutsbekämpfung in den Blick nehmen. Vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein sehr klares Plädoyer mit auch sehr eindrucksvollen Zahlen, die du nochmal geschildert hast. Ich würde jetzt gerne, bevor ich ans Podium nochmal zurückgebe, auch ein paar Meldungen aus dem Publikum gerne schon zulassen. Vielleicht nicht nur mit Fragen, sondern durchaus auch mit möglichen Lösungsvorschlägen. Ne? Wir müssen ja sozusagen nicht alles hier auf dem Podium selber erfinden. Vielleicht hat auch jemand auch nochmal eigene Schilderungen oder eigene Vorschläge, wie wir sozusagen gerade diese Krise der Spaltung, was auch vor allem schon das Aufwachsen angeht, auch lösen können. Jetzt habe ich hier die erste Meldung schon gesehen. Vielleicht haben wir das Mikro, genau, Diana, gebe die Mikro rum. Möglichst kurz, knackig, dann können wir noch mehr dann und länger darauf eingehen gleich. Ja, ich denke mal, dass wir da an der Kommunalebene ein bisschen nur an den Wirklichkeiten kratzen. Also wenn ich das jetzt mal anders als die anderen auf meinen Stadtteil runterbreche, kann man da eigentlich zwei Phänomene erkennen. Die Leute, die nicht sehr gut ausgebildet sind, können sich in der Großstadt nicht mehr ernähren. Das treibt die aus ihrem Viertel. Und gleichzeitig sehen wir uns im Immobilienmarkt gegenüber der Leute, die wohlhabend sind und in so einen Stadtteil zieht. Und in der Mischung sind da zwei Sachen, die wir aufhalten müssen. Also A, dass wir also keine prekären Arbeitsverhältnisse mehr haben. Da muss also mit einem angestrebten Mindestlohn von 8,50 wird man auch in Köln weiterhin nicht überleben können. Das hat also keinen Sinn. Und der Immobilienmarkt läuft uns in einer Art und Weise davon. Es ist teilweise zu befürchten, dass man Leute, die Kinder haben oder in unserem Stadtteil gar nicht mehr leben können werden in Zukunft. Vielen Dank. Und jetzt gibt es direkt daneben eine Meldung von Brigitta von Bühle. Vielleicht sagen Sie auch ganz kurz am Anfang Namen und vielleicht, ob Sie aus irgendeinem, weiß nicht, Zusammenhang kommen, wie Verband oder Ähnliches. Brigitta von Bühle zum Beispiel ist auch Mitglied der Grünen Ratsfraktion. Das darf ich schon mal verraten. Ja, ich, Entschuldigung, kulturpolitische Sprecherin, aber ich möchte jetzt eigentlich sprechen als Mitglied von Köln stellt sich quer, genau zu diesen Problemen Segregation und Spaltung der Stadt. Wir haben bei Köln stellt sich quer vor allem auch analysiert, wie Wahlergebnisse aussehen und haben dann sozusagen angeguckt, wo kriegen zum Beispiel die Parteien wie Pro Köln extrem viele Stimmen und haben dann festgestellt, dass das Problem sich eben darin spiegelt, dass in Stadtteilen, wo Armut herrscht, wo schwierigere Lebensumstände herrschen, tatsächlich auch der Stimmenanteil von ProKölm extrem hoch ist. Das ist nicht so, dass zum Beispiel in Ehrenfeld um die Moschee rum, was ja ein Riesenthema für ProKölm war, dass da Zuwächse sind, sondern genau in diesen prekären Arbeitssituationen. Und dass wir dann eben auch vom Bündnis her denken, genau da muss man reingehen, um auch dann Schlimmeres zu verhindern und genau eben gucken, auf welche Weise lässt sich dann auch sozialpolitisch und jugendpolitisch vieles machen, um da dann auch diese Spaltung auch, die Politik Richtung rechts und links angeht, dass man dann gucken muss, auf welche Weise kriegt man das eigentlich zusammen. Vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen hier vorne? Das Mikro kommt. Vielen Dank, Diana. Ja, mein Name ist Britta Hollmann. Ich bin sachkundige Einwohnerin für die Grünen im Sozialausschuss und ich arbeite seit 16 Jahren in Köln-Pfingst in einer Erwerbslosenberatungsstelle und interkulturelles Zentrum. Und meine Frage, ich möchte jetzt hier bei der Kinderarmut anknüpfen und konkret an die Frau Göring-Eckardt, weil es ja gut sein kann, dass im Grunde nach der Bundestagswahl die Grünen auch Regierungsverantwortung übernehmen. Und die jetzige Bundesregierung hat ja versucht, gegen die Kinderarmut auch etwas zu unternehmen mit dem sogenannten Bildungspaket, was sehr umstritten ist, was Positives und viel Negatives hat. Nichtsdestotrotz, wir erleben jetzt, sage ich mal, an der Basis, dass gerade der Aspekt der Schulsozialarbeiter, was sehr Positives ist in Grundschulen, für Kinder, die aus sogenannten bildungsfernen Schichten kommen. Und mich würde konkret interessieren, wie die Bundesgrünen jetzt sich, wenn sie an der Regierung sind, zu diesem Bildungspaket verhalten und auch das vielleicht abwandeln, dass zum Beispiel auch die Sachen, die jetzt sehr bürokratisch und nicht abgerufen werden, ob es da schon konkrete Ideen gibt,
wie man das verbessern kann, weil Sie haben es gerade gehört, die Kölner Sozialpolitik gibt ihr Bestes, trotz Haushaltsmisere. Aber irgendwie ist ja auch klar, dass wenn es ernsthaft gemeint ist, dass man was in den Städten gegen die und vielleicht auch auf dem Land, ich lebe jetzt halt in der Stadt, gegen diese Segregation tun will, dann muss man umverteilen. Darüber ist ja heute noch gar nicht gesprochen worden, über eine Einkommensgerechtigkeit und nicht über Steuerumverteilung, sondern es geht letztendlich nach meiner Meinung darum, Reichtum ganz anders mal umzuverteilen. Aber jetzt erstmal zu der konkreten Frage Bildungspaket, weil da kann die zukünftige Bundesregierung ansetzen. Wunderbar, vielen Dank. Ich nehme die Frage auf jeden Fall, ich halte die fest. Und gebe die auch gleich direkt an Katrin Göring-Eckardt weiter, wird aber vielleicht noch so ein, zwei Meldungen durchaus zulassen. Eins, oh, das sind jetzt vier, dann nehmen wir drei. Eins, zwei, drei und dann möglichst kurz und dann geht es wieder zurück aufs Podium. Mein Name ist Cornelie Witzak-Junge, ich bin Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk Chorweiler. Jetzt freuen sich alle, dass ich jetzt was sage, weil Chorweiler ja eigentlich immer so ein Synonym ist für diese Segregation der Stadt. Ich möchte aber dazu sagen, ich bin in dem Stadtbezirk Chorweiler, auf der einen Seite der Stadtteil Chorweiler, der als einer der ärmsten hier im Stadtgebiet gilt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr reiche Stadtteile, wie beispielsweise Fühlingen, das mit zu den wohlhabendsten Stadtteilen im gesamten Stadtgebiet zählt. Das heißt, hier zeigt sich bei uns im Stadtbezirk genau diese Segregation. Wir haben aber im Stadtteil Chorweiler auch nochmal diese andere Problematik, dass wir in den 70er Jahren Trabantenstädte gebaut haben, mit einem Anteil von über 80% Sozialwohnungen. Wir haben dort einen ungeheuer hohen Anteil von Erwerbslosigkeit, auch von Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben einen sehr hohen Anteil von Migranten, wir haben einen sehr hohen Anteil von Menschen, die man gemeinhin als bildungsfern bezeichnet. Und alles das wird in diesen Untersuchungen von Professor Friedrichs zu den geteilten Städten als wesentliche Kriterien angesehen dafür, dass wir eben arme Stadtteile haben wie Chorweiler. In Chorweiler stellt sich im Moment die Frage, also im Stadtteil Chorweiler, wie gehen wir damit um, dass wir 1200 Wohnungen haben, die in der Zwangsverwaltung sind, die von der NRW-Bank als Hauptgläubigerin zwangsversteigert werden sollen. Wir haben die Problematik, dass sich sogenannte Heuschrecken bei uns weiter ausbreiten wollen und eben diese 1200 Wohnungen erwerben wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sieht das beispielsweise aus, welche Möglichkeiten gibt es in der Bundesgesetzgebung, solche Heuschrecken auch stärker in ihren Möglichkeiten zu beschneiden, denn es wird immer wieder gesagt, dass keine Gelder da seien, um diese Häuser beispielsweise seitens der Stadt oder über die stadteigene Wohnungsgesellschaft zu erwerben. Das Land möchte sich eigentlich auch lieber nicht beteiligen, obwohl man ja sagen muss, dass hier eine Verantwortung da ist, weil eben diese Trabantensiedlungen ja sowohl von der Stadt als auch vom Land genehmigt worden sind, bezuschusst worden sind. Und da haben wir also eine Problematik. Vielen Dank. Jetzt war hier eine, ich glaube, es war Wolfgang Rettig sogar, der sich gemeldet, genau. Ich darf es nicht haben. Wolfgang Rettig, ich bin Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Stadt Bochum als sachkundiger Bürger. Und erstmal eine Vorbemerkung, ich würde gerne die IHK Köln ausleihen für Bochum, weil sie Keynes kennen. Das fand ich total toll. Ist das nicht bei allen IHKs? Nein, ist nicht so. Das war so eine Vorbemerkung. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich glaube, dass man die Kommunen, gerade in NRW und gerade im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, handlungsfähiger machen muss, auch finanziell wieder handlungsfähiger machen muss. Also ich wunderte mich ein bisschen über den Titel der Veranstaltung, weil ich glaube, diese Trennung von arm zu reich, die haben wir im Ruhrgebiet ja schon. Also wenn man hier die A40 durchgeht, dann hat man, wenn man sich die Studien anguckt, im Norden die wirklich schwierigen Stadtteile, die wir eigentlich ohne Förderprogramme nicht mehr hinbekommen. Und deswegen plädiere ich eigentlich dafür, dass man von der Bundesebene dann auf alle Fälle die Förderprogramme drastisch erhöht.
Und dann müssen die dann auch so eingespielt werden, über die kommunale Ebene eigentlich, dass man dialogfähig ist, also auch Dialog führt mit denjenigen, die dort leben und dort dann wieder der Umbau stattfindet. Wir hatten den Umbau West, Stadtumbau West bei uns, und dort haben wir im Dialogverfahren mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in den schwierigen Stadtteilen Stadtteile umgebaut, und dort entsteht neues Leben eigentlich, auch für Kinder und Jugendliche, und das ist eigentlich so ein schönes Beispiel. Aber es hakt halt immer daran, dass die Förderprogramme immer auslaufen und dann weg sind, und dann wissen wir eigentlich nicht mehr weiter. Danke, Wolfgang. Jetzt gab es da hinten noch eine Meldung, die wir mal gerne noch dran nehmen, und dann geht es hier vorne weiter. Mein Name ist Birgit Breuer. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Alten Feuerwache in Köln. Das ist ein Bürgerzentrum. Ich bin hauptsächlich zuständig für die Arbeit mit Kindern und Familien. Und ich habe mich sehr gefreut über die Anregung, Vielfalt zu bilden, weil das ist das, was unser Hauptgeschäft ist, was wir seit vielen Jahrzehnten machen. Also gerade die Bürgerzentren zeichnen sich aus dadurch, dass sie gegen Segregation arbeiten, dass sie mit ganz vielen unterschiedlichen Milieus arbeiten, dass wir genau diese Situation herstellen, dass gemischte Milieus, dass ganz unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Deswegen würde ich darum bitten, also nicht die Vielfalt zu bilden, sondern die Vielfalt, die wir schon ständig bilden, zu halten und dann auch diese 1,1 Millionen Kürzungen, die für uns angesetzt sind, dann auch an dieser Stelle nochmal zu überdenken. Vielen Dank. Es war auch illusionär zu glauben, dass die Debatte um die Haushaltskonsolidierung in Köln nicht hier stattfindet, aber es ist ja auch gut so, weil es ja auch dazugehört. So, jetzt würde ich gerne mal an Katrin Jürgen-Eckert anfragen. Das waren jetzt viele Anregungen. Die erste Frage, Kinderarmut. Was schlägst du vor oder was tun die Grünen, um Kinderarmut zu verhindern? Erstens materiell, also wie statten wir die Familien materiell besser aus? Aber dann eben auch die Frage, die kam, das Bildungs- und Teilhabepaket, was ja eigentlich auch den Sinn und Zweck hatte, eben Bildung und Teilhabe für Kinder zu verbessern. Was machen die Grünen damit nach dem 22. September? Genau, und erstmal stimme ich total zu, die Chance, dass wir regieren, ist sehr groß. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und deswegen umso ernsthafter befassen wir uns mit diesem Thema. Und man kann jetzt bei der Bekämpfung der Kinderarmut, wenn man sozusagen als Bundespolitikerin darüber spricht, muss man im ganz Großen anfangen und muss sagen, erstmal, wir brauchen Regelsätze, die am Bedarf der Kinder orientiert sind und nicht abgeleitet sind von Erwachsenenregelsätzen. Das ist eine lange Forderung, die muss man, glaube ich, hier bei Ihnen, bei euch gar nicht länger begründen. Das Zweite ist, wir sind ja der Auffassung, wir wollen das Ehegattensplitting abschmelzen und dann ersetzen, also abschmelzen wegen der Verfassung, so weit wie das geht, und dann ersetzen und sagen, fördern muss man Kinder, und zwar zuallererst Kinder und nicht wie Erwachsene zusammenleben. Und wenn man das will und wenn man daraus Geld generiert, dann soll das aus unserer Sicht in zwei Dinge fließen. Einmal natürlich in die Institutionen, also der Ausbau der Kita-Betreuung für die unter Dreijährigen. Ich habe vorhin schon gesagt, sowohl in der Quantität wie eben auch in der Qualität wird ganz wichtig sein. Aber wir sagen, wir wollen auch einführen eine Kindergrundsicherung. Diese Kindergrundsicherung ist die Idee, dass wir die verschiedensten Leistungen, die es ja heute gibt für Kinder, zusammenfassen in einer Leistung und vor allem, dass jedes Kind gleich viel wert ist. Also nicht das eine Kind kriegt Transferleistungen, das nächste Kind Kindergeld und das dritte Kind kriegt einen steuerfreien Betrag. Mit einer Kindergrundsicherung hat man diese Unterschiede weg und hat übrigens auch weg, dass jemand, der aus dem Transferbezug kommt und ein kleines Einkommen hat, sofort bei der Transferleistung für das Kind gestrichen bekommt. Also ein ganz zentraler Punkt, wo es auch bei materieller Armutsbekämpfung einen Ansatz gibt, der auch natürlich mobilisierend ist für Leute, die eigentlich arbeiten wollen, aber sich dann fragen, ob sie das denn tun sollen, wenn sie am Ende jedenfalls maximal das gleiche Geld haben. Insofern die Kindergrundsicherung ist, was die Frage der materiellen Ausstattung angeht, eine neue Idee. Ist auch immer nicht so leicht durchzusetzen, eine sozialpolitische neue Idee. Aber trotzdem, wir beide jedenfalls kämpfen auch in der eigenen Partei ganz heftig dafür, dass es sie gibt, dass wir sie auch finanzieren können. Ich bin überzeugt, dass das geht. Und dass wir auch beides miteinander koppeln, dass wir sagen, ja, die Institutionen sind total wichtig, stimmt, ganz klar,
für alles, was mit Aufstieg zu tun hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite hilft es auch nichts, wenn man eine tolle Kita hat, wenn zu Hause die Waschmaschine kaputt ist und man nicht weiß, wie man sich eine neue beschaffen soll, mal ganz, ganz einfach gesprochen. Insofern ist die Kindergrundsicherung da ein ganz wichtiges Instrument. Jetzt will ich was sagen zu dem Bildungs- und Teilhabepaket. Wir haben ja immer gesagt, das ist bestimmt nicht der richtige Weg, dieses Bildungs- und Teilhabepaket, weil es derartig bürokratisch ist, dass die Prozentzahlen der Inanspruchnahme so langsam ansteigen. Also man könnte ja denken, irgendwie Anlaufschwierigkeiten, dann geht es schon und so. Aber das kann man nicht sagen, dass tatsächlich damit eine echte Förderung passiert. Auf der anderen Seite, ich habe diese Woche zwei Projekte besucht, ein Jobcenter und ein anderes Projekt, was sich mit Alleinerziehenden beschäftigt. Die haben gesagt, jetzt haben wir es endlich geschafft, wir haben das jetzt durchblickt, wir haben das jetzt auch so umgewidmet, dass es wirklich denen zugutekommt, die es brauchen. Bitte streicht das jetzt nicht wieder. Das höre ich jetzt hier so ähnlich, dass man sagt, das ist viel zu bürokratisch, aber es hilft natürlich an bestimmten Stellen. Jetzt finde ich, dass die ganz entscheidende Frage ist doch, ob wir es eigentlich schaffen, dass wir tatsächlich für individuelle Förderung sorgen. Und das werden wir nur dann können, wenn wir in den Jobcentern, in den Argen für integrierte Beratung sorgen, wenn wir dafür sorgen, dass die Beraterinnen, dass die Berater wirklich das Ganze im Blick haben und dass sie dann auch die Möglichkeit und die Flexibilität haben, auf individuelle Problemlagen auch ernsthaft einzugehen. Das Problem an dem Bildungs- und Teilhabepaket ist ja, dass sich Frau von der Leyen, man möchte fast denken, persönlich ausgedacht hat, was die Kinder brauchen und dann die Liste aufgeschrieben hat und gesagt, so machen wir das jetzt und dann musste man die Nachweise erbringen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist genau nicht der richtige Weg, sondern am ehesten weiß man ja vor Ort und wenn man die Leute sozusagen sich gegenüber sitzen hat, was sie tatsächlich benötigen und deswegen glaube ich, ist da Höchstmaß an Flexibilität nötig und an Individualität. Und dann kann man sagen, so ein Bildungs- und Teilhabepaket kann man machen, aber nicht, indem die Formulare länger sind, als die Leistung groß ist und nicht, indem man Vorschriften macht nach dem Motto, ihr müsst es dann hinterher auch entsprechend abbrechen, das dauert dann nochmal länger. Also ich bin sehr dafür zu sagen, individuelle Förderung und zwar insbesondere bei Kindern, dafür auch gerne zusätzlich Gelder bereitstellen, aber eben nicht so bürokratisch, dass es nur besonders fantasievolle Leute dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen können. Und ich fand die Beispiele, die ich diese Woche erlebt habe, da ganz hilfreich. Ich will vielleicht noch einen Punkt sagen, wenn wir über die Frage der Ausstattung der Kommunen reden, weil dass ihr in Köln darüber diskutiert, ist ja nicht besonders erstaunlich. Wir wissen, der Schuldenberg der Kommunen war im Jahr 2011 130 Milliarden Euro und deswegen ist die Frage, woher kommt jetzt eigentlich das Geld, mit dem man die Projekte machen kann, die man dringend machen muss, mit dem man dem entgegensteuern kann, was man als Problem erkannt hat. Da würde man auch nicht sagen, wir machen einfach den großen Sack auf und damit ist das schon erledigt. Ich finde aber schon richtig, dass Sie vorhin darauf hingewiesen haben, man muss auch mal darüber reden, wie man eigentlich Vermögen verteilt. Also in Deutschland ist jedenfalls das Privatvermögen in den letzten Jahren um mehr als eine Billion angestiegen und die Staatsverschuldung um 500 Milliarden. Das passt nicht zusammen, wenn es um Infrastruktur geht. Und wenn der Staat dafür sorgen soll, dass es Wahlfreiheit, dass es Chancengleichheit gibt und so weiter und Infrastruktur zur Verfügung stellen soll, dann muss man sagen, auch daran muss es eine Umverteilung geben. Ich will jetzt nicht ganz lange erklären, wie wir das machen wollen, aber eindeutig und klar ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunen wieder handlungsfähig werden. Das heißt zum Beispiel sowas wie, wer bestellt, bezahlt. Das heißt sowas wie, bei den Kosten der Unterkunft muss der Bund stärker mit in die Verantwortung gehen. Das heißt auch, was die kommunalen Steuern angeht, kann man Veränderungen schaffen. Man könnte jetzt so das ganz lange Programm aufmachen. Aber eindeutig und klar ist, Politik und auch Demokratie wird zuallererst vor der eigenen Haustür erlebt. Da geht man raus und dann sieht man, ist irgendwie der Fußweg okay, gibt es hier eigentlich noch ein Schwimmbad, was auch manchmal öffnet und wie sieht die Schule aus und hat die Turnhalle ein Dach oder hat es mehr so ein Netz. Und ich
finde, das ist eine der zentralen Aufgaben von Demokratie, da wo sie direkt erlebbar ist, auch dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur stimmt. Und deswegen glaube ich, ist es eine zentrale, auch Bundesaufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kommunen in Deutschland wieder handlungsfähig werden. Ich verspreche dir, aber auch allen hier im Raum, dass wir jetzt genau zu diesem Punkt, also wie denn die Grünen dann ab September vor allem auch die Kommunen wieder handlungsfähiger machen, nochmal zurückkommen am Ende. Ne, also dass wir sozusagen dann nochmal genau auch nochmal hören, was genau an konkreten Maßnahmen auch wirklich da auch im Programm auch steht, was ja jetzt auch mittlerweile veröffentlicht ist. Ich würde gerne an unseren Herrn Soenius nochmal das Thema geben, was jetzt auch aufgekommen ist, das Thema Wohnen. Also wir hatten zum Beispiel auch von unserer grünen Bürgermeisterin in Chorweiler das Thema der Heuschrecken. Also sozusagen bestimmte Stadtteile, sozusagen, wo sowieso schon auch bestimmte auch große Wohneinheiten stehen und jetzt sozusagen dann die Heuschrecken kommen und die teilweise übernehmen. Wie kann man das gesetzlich verhindern? Oder generell, was kann Köln, was kann aber auch Bundespolitik dagegen tun, dass sozusagen sich, also Wohnen eigentlich immer unerschwinglicher wird und sich bestimmte dann auch einfach Stadtteile bilden, wo dann auch die Menschen einfach, gerade was das Wohnen angeht, auch keinen Zugang mehr haben? Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen unterscheiden, auch was die Problemlagen anlegt. Also ich bin erstmal froh, dass Frau Witzel-Junge hier ist. Das hatte ich mir so als Beispiel mitgenommen, weil wir vor 2 Wochen auch darüber gesprochen hatten, über das Thema Chorweiler. Das ist schon so ein Thema. Häufig werden solche Stadtteile dann auch, das muss man auch mal sagen, nicht nur in Köln, das gilt ja für andere Städte in Deutschland auch, ein bisschen zu schnell stigmatisiert. Also ich wollte auch mal eine Lanze dafür brechen, dass da Menschen wohnen, die jetzt nicht alle so gleich in so eine Ecke gedrängt werden sollen. Das ist wichtig, das habe ich auch mitgenommen aus unserem Gespräch übrigens. Frau Witzel-Junge, deswegen vielen Dank nochmal. Das hätte ich eigentlich genauso gesagt, das brauche ich nicht wiederholen. Beim Thema Heuschrecken, ich werde natürlich nicht dafür plädieren, als Kammer zu sagen, wir müssen hier gesetzliche Regelungen haben. Wir haben schon sehr viele gesetzliche Regelungen. Die Wirtschaft muss eigentlich natürlich sich frei entfalten können. Das ist aber nicht das Problem in Chorweiler jetzt konkret. Das muss man schon unterscheiden, sondern hier hat eigentlich das Land eine entscheidende Verpflichtung, also mehr noch als die Stadt, finde ich, weil das Land hatte das über eine landeseigene Gesellschaft sozusagen auch herunterkommen lassen, dann gut verkauft, aber nicht richtig gut verkauft, dass das dann auch gut behandelt worden ist, also dann schlimmer behandelt worden, aber auch nicht richtig beobachtet worden. Also wenn ich sozusagen jetzt Kölner Stadtpolitiker wäre, würde ich eigentlich sagen, das müssen eigentlich die Landesparteien erklären. Da muss das Land entsprechend eingreifen und da aus Sicht der Menschen, die dort sind, Hilfestellung leisten, dass das nicht in eine Ecke geht, die dann nicht mehr den Menschen dort dient. Aber gesetzliche Regelungen, da sind wir ja generell keine Freunde von, das muss ich ganz klar sagen. Wir haben genug Regulierung in Deutschland, sage ich jetzt mal so richtig die Kammermeinung, und müssen da entsprechend nicht beim Wohnen noch anfangen. Und dann kommt noch eins hinzu, und das gilt jetzt nicht so sehr für das Thema große Wohnkonglomerate, die wir nicht nur in Chorweiler haben, sondern in Mechenich auch und in Finkenberg, über die auch dringend gesprochen werden muss. Weil das nämlich vollkommen richtig ist, was Brigitte von Bülow gesagt hat, das Thema Rechtsradikalismus, wo wir auch ganz klar entschieden Stellung beziehen, auch als Kammer, sage ich ganz klar und deutlich, Köln stellt sich quer, das haben wir ja auch unterstützt, waren auch dabei, weil wir gesagt haben, das ist etwas, was niemandem dient, der zunehmende Rechtsradikalismus und Antisemitismus in der Gesellschaft muss bekämpft werden, weil das will auch Wirtschaft definitiv nicht, das ist kein Zeichen von gesellschaftlichem Miteinander und es reicht auch nicht, von menschlichem Miteinander zueinander. Aber das sind genau nämlich die Problemgruppen, die wir dann auch sprechen. Und da müssen wir dringend was unternehmen. Aber das Thema Wohnen hat immer was zu tun auch mit Verteuern von Wohnen. Und natürlich, ich will jetzt gar nicht sagen, es gibt Menschen, die investieren in teure Wohnen, Menschen, die investieren in sozialen Wohnungsbau, also öffentlich geförderten Wohnungsbau. Aber der Wohnungsbau insgesamt wird manchmal überlastet und überfrachtet. Und zwar mit Bestimmungen, die einerseits den Investor dann auch teilweise zwingen, in höhere Rendite zu denken. Und das heißt auch in höheren Wohnpreisen und höhere Mietpreisen. Wenn er nämlich bestimmte Dinge nicht machen müsste, und das geht dann in den Bereich Erschließungsrecht, dann wird ja dann schnell immer auch was verlangt, was man dann sich manchmal auch wundert. Ich war heute in Berlin und habe mit dem BDA gesprochen und hat er mir erzählt, da gibt es einen Architekten, der hat einen sag ich mal, in Prenzlauer Berg ein Haus ausgebaut, oben eine Dachwohnung angebaut und da kam also die Stadt hin und hat gesagt, dann musst du da hinten noch eine Kita in den Innenhof bauen. Ich sag, wieso eine Kita für ein Haus für 4 Personen? Er sagt, ja, aber Kita brauchen wir gerade an der Stelle. Ne? Also das sind so Dinge, das ist ein bisschen überzogen vielleicht, aber häufig werden manchmal in diesen Wohnbereich Kosten eingerechnet, die dann vielleicht den Investor quasi dazu zwingen,
automatisch teurer zu bauen, als wir vielleicht als Stadtgesellschaft brauchen. Wir brauchen natürlich Wohnraum, der bezahlbar ist für die Menschen, die vorhin ja auch angeklungen sind, vom Erzieher bis hin aber auch zum Facharbeiter, für den ich nochmal gerade kämpfen möchte als Kammer. Und wir brauchen auch Wohnraum in möglichst allen Bereichen. Und das ist das nächste Thema, das Thema Fläche. Wir haben in Köln nur einen begrenzten Raum von Fläche. Ich sage das mal ganz klar. Der ewige Kampf im Stadt- und Bildungsausschuss, auch zwischen den Grünen und mir dann manchmal, in manche Gewerbegebiete und Industriegebiete. Denn auf der einen Seite will ich ja Arbeitsplätze schaffen, damit die Menschen hier arbeiten können. Und auf der anderen Seite verstehe ich zwar, wenn wir auch Wohnraum schaffen, aber der ewige Kampf muss eigentlich aufhören durch ein anstehendes Flächenmanagement. Und das würde mich automatisch auch bedingen, dass man über Flächen redet, wo bezahlbarer Wohnraum kommt, aber auch über Flächen, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können. Es gibt in Köln kein vernünftiges Flächenmanagement. Wir leben auf einem Flächennutzungsplan, der ist von Anno Pief. Und anstatt dass man mal hingeht und sagt, und das werden wir jetzt als Kammer auch ganz klar fordern, wir brauchen ein Flächenmanagement, wo wir über die Flächen dieser Stadt mal diskutieren, wo wir auch genau definieren, was wollen wir denn wo haben. Ich lebe in einem Stadtteil Zollstock, der ist normal, sag ich mal. Ja? Also da gibt es alles. Durchmischt. Ja, ich finde den Begriff auch doof. Also ich bin ja Historiker und bei Historikern fängt mit Mischung und so immer. Also ich finde den keinen guten Begriff, ich sage das ganz offen. Aber das ist egal. Also das ist ein normaler Stadtteil. Da leben Menschen wie du und ich, aber leben auch bessere, verschiedenere und aber auch Leute, die jetzt arbeitslos sind. Das ist ganz normal da, ne? Sowas wünsche ich mir eigentlich in den Stadtteilen. Das wäre eigentlich so, also ich will jetzt nicht sagen, alle Leute kommen nach Zollstock. Aber das ist so ein Stadtteil, wo man sagt, da funktioniert es irgendwie. Und das wäre eigentlich nochmal eine Diskussion, die wir führen müssen. Wir haben aber das Problem, wir kriegen diese Stadt dann nicht mehr eben aus dem Boden gestampft. Und deswegen müssen wir hier auch mal reden über Dinge, die wehtun. Und dann muss man auch nochmal gegenüber dem Landesgesetzgeber gehen und sagen, wo sind denn die Flächen, über die wir reden müssen? Und wenn wir nämlich über Kurweiler reden, wie wollen wir denn vielleicht auch teilweise neu bauen? Wir können die Menschen nicht einfach mal eben umsiedeln, weil es gibt ja keinen Wohnraum für die. Sollten wir auch mal überlegen, ob wir das Thema Eingemeindungen nochmal neu andenken. Das ist ein schönes Thema, wo wir nur Freunde finden in Hürth, Frechen und Pullheim. Aber ich finde, das ist Sache, das soll man mal ganz klar sagen. Köln ist in der Geschichte immer gewachsen, 1880, 1925 und zuletzt 1975. Und hier sind viele, die sich daran erinnern können, ja, bei den grünen Wählern. Ja, muss man ganz klar sagen, 1975 ist Köln sehr groß geworden, weil es einfach eine wachsende Stadt war. Und wir wachsen weiter. Und das sollte man auch noch diskutieren. Ja. Und das Schönste an Zollstock ist ja die Nähe zur Südstadt. Ne? Das haben wir jetzt vergessen. Bevor wir jetzt gleich zu den Online-Fragen kommen, es ist nämlich auch online, offenbar rege wird mitdiskutiert, geht meine Frage an Herrn Löwenberg, weil was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist in der Tat das Thema, Katrin Göring-Eckert hat es gesagt, Umverteilung. Der Paritätische, das ist da sehr klar, sehr pointiert in seinen Forderungen. Was genau bedeutet für Sie Umverteilung? Wie muss das bewerkstelligt werden? Und ist eigentlich mit mehr Geld, ist eigentlich Gerechtigkeit automatisch hergestellt? Also liegt es nur am Geld, das schlecht verteilt ist? Darf ich noch einen Satz zu was anderem sagen? Sehr gern. Also nur, weil die Kölner ja sehr engagiert sind, die Sozialpolitiker. Ich bin auch Sozialpolitiker in der Kommune. Beispielsweise wäre es mal interessant, oder vielleicht kennen Sie die Zahlen, die Umzugsaufforderung vom Jobcenter. Also wo dann drin steht, ich habe einen dabei, wollte es jetzt nicht vorlesen, aber was macht es mit jemand? Da steht dann drin, der Wohnungsmarkt ist entspannter, du wohnst auf 80 Quadratmeter, die stehen nur 65 zu, such was um in 4 Wochen und so weiter. Könnte ich vorlesen. Ich will nur sagen, da sind manchmal Kinder dabei. Und dann reg ich mich auf, dass die Jugendämter mit den freien Trägern, Kinderschutz überall zurecht. Aber komischerweise, es ist mir kommunalpolitisch bisher nicht gelungen, dass sozusagen das Jobcenter mit dem Jugendamt in einen Automatismus tritt, wenn sozusagen eine Familie mit Kindern eine Umzugsaufforderung kriegt. Weil ich sage mal, da kann man ja auch mal über wirtschaftliche Jugendhilfe im SGB 8 nachdenken. Mal ganz konkret. Umzugsaufforderung Kinder. Ähnliches gilt bei Stromabschaltung. Wir hatten eine Veranstaltung mit RWE. Ja, bei der Frage, wie funktioniert das? Ja, das sollte man eigentlich mal vorher klingeln und gucken, ob da Kinder wohnen. Aber das funktioniert nicht. Ich habe eine taffe Sozialdezernentin, ich bin auch für den Märkischen Kreis zuständig, in Iserlohn, die haben eigene Stadtwerke. Die sagt, bevor sowas passiert, das kann nicht sein und im Winter schon gar nicht, dass der Strom abgeschaltet wird. Und ich sage mal, hier gäbe es einige Kleinigkeiten, wo man auch mal gucken kann. Letzte Bemerkung, Bildungs- und Teilepark geht nur eins dazu mit dem Essensgeld. Also wir haben auch im Paritätischen große Mühe,
weil das Bildungs- und Teilhabepaket sagt ja, 1 Euro muss der Betroffene selbst zahlen, die 2,50 Euro kriegt er dann vom Jobcenter oder 1,50 Euro. Aber es ist für unsere Kita-Leitung ein Riesenproblem, hinterher zu rennen. Und jetzt sage ich mal, verdammt normal, da ist die Bürokratie teurer als das, was bei rauskommt. Dann sollte man den Kindern das Essen umsonst geben, diesen 1 Euro. Wir haben das in Siegen geschafft, obwohl Siegen auch nicht so reich ist. Aber ich finde, da kann man vernünftig argumentieren, dann hat man das wenigstens im Griff. Und ich habe gelernt, bei den Aufstockern, die einen Job haben, die müssen teilweise jeden Monat diesen Antrag stellen, weil man weiß ja nie, was da passiert. Also es ist verrückt, also da gäbe es einiges. So, Schluss, umverteilen. Also der Paritätische ist mit in einem Bündnis von Verbänden wie ATAC, Verdi, AWO. Leider sind die Diakonie und Caritas nicht dabei. Mir ist nicht ganz klar, wie da der Diskussionsprozess gelaufen ist. Grün. Da bin ich sozusagen nicht auf der Ebene tätig. Vor Ort gibt es manchmal Bündnisse mit Umverteilen, wo auch Diakonie und Caritas dabei ist, aber auf der Bundesebene eben nicht. Und im Grunde war das ein Versuch, Sie haben das ja auch schon genannt, eine Lobby zu bilden, um zu gucken, was passiert. Also ich sage mal, die letzten Jahre mit dem neoliberalen Diskurs hat man den Sozialstaat, finde ich, wundgeschossen. Und staatliches Handeln war ja sowieso unter Generalverdacht, da muss man aufpassen. Und um da etwas dagegen zu setzen, ich meine die Verschuldung, das ist ja auch vorher schon genannt worden, die Reichen werden reicher, die Ärmer werden ärmer. Das ist jetzt vielleicht abgedroschen, aber wir wollen in der Tat mit diesem Bündnis darauf aufmerksam machen. Es gab in Köln die Demo, es gab in Bochum die Demo. Demokratie, theoretisch ist das auch nicht ganz uninteressant, die Frage von Armut. Der Kollege sprach von Bochum, also südlich der B1 oder A40 ist sozusagen der reichere Bereich, nördlich der ärmere Bereich. Und das kannst du im Wahlverhalten, also nicht nur Rechtsradikale, sondern eben auch Wahlenthaltung, also Nichtwähler. Demokratie, theoretisch ist das Thema Armut auch ein Problem. Und dann fragt man sich natürlich, warum kriegt man keine Lobby, ne? Aber Bündnis Umverteilen ist ein Versuch von einem breiten Bündnis, das Thema in den Wahlkampf zu bringen, auf die Agenda zu bringen, weil wir der Überzeugung sind, die großen Herausforderungen, so sagt unser Schneider, große Herausforderungen, Pflege und Bildung, frühe Bildung, das sind beides große Herausforderungen für die Gesellschaft und die kosten Milliarden und da müssen wir drüber nachdenken. Und deshalb sagen wir, das muss sein. Letzte Bemerkung, natürlich weiß ich auch, wenn mehr Geld zum Staat kommt, dann sagen die einen durchaus auch im Paritätischen, das ist ja durchaus nicht immer nur alles so einfach, wenn der Herr Schneider das sagt, die sagen, naja, wenn der Staat mehr Geld kriegt, wer sagt mir dann, dass sie das nicht in Stuttgart 21 verbuddeln oder in Flughäfen? Da muss man auch drüber nachdenken und die Bürgerbewegung oder auch die grüne Bewegung war ja auch immer an dem Punkt bezogen auf Staat mit einer gewissen Distanz ausgestattet. Also ich finde, die Diskussion muss man auch führen, aber bevor wir die führen, brauchen wir einfach auch erstmal mehr Mittel, um überhaupt sozialpolitisch was bewegen zu können, denn die Städte sind wirklich hinten gegen und es ist ehrenwert, was passiert, aber im Grunde denke ich manchmal, wir kämpfen da gegen ganz große Räder mit viel Engagement und versuchen dann einen Status quo zu halten. Aber da ist mir Sozialarbeit dann manchmal auch etwas zu wenig. Vielleicht darf ich da den kleinen Werbeblock einfügen, dass am 13. April ist, glaube ich, wieder ein bundesweiter Aktionstag umverteilen, wo man auch wieder auf die Straße gehen darf, soll, muss, kann. Und die Grünen sind übrigens auch Teil dieses Bündnisses. Also wir sind jetzt nicht im Bündnis, aber unterstützen das natürlich auch nach Kräften und mobilisieren auch wieder für diesen Tag. So, jetzt kommen wir zu online. Also was geht eigentlich online ab? Wie wird mitdiskutiert? Vielleicht einen kurzen Zwischenapplaus für unsere fabelhafte Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, Christina, die jetzt am Laptop steht und uns vorliest. Also erstmal wird mitdiskutiert, wie viele Menschen schauen zu und vielleicht kannst du uns auch so 2, 3 Fragen mitgeben, die bei Twitter oder ansonsten auf der Homepage eingereicht wurden. Ja, Sven, also wie du schon richtig vermutet hast, wird auch in unseren sozialen Netzwerken intensiv kommentiert und auch diskutiert. Und wir haben uns mal ein paar Meldungen herausgegriffen. Zum Beispiel sagt Michael Schofs, wie können wir die Armut vermeiden, um die soziale Spaltung zu verhindern? Das Angebot an öffentlich gefördertem und bezahlbaren Wohnraum muss eine primäre Aufgabe des Staates sein. Dies auch in Vierteln, die zu einer exklusiven Wohnlage gehören.
Der freie Markt bestimmt das Angebot nach Renditezielen. Gesellschaftlich gewünscht ist jedoch die Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den verfügbaren Wohngebieten der Kommunen. Warum werden in Köln Subventionshilfen der EU nicht abgerufen bzw. zielkonform eingesetzt? Ein weiterer Beitrag kommt zum Beispiel bei Twitter von Colonerin. Sie sagt bzw. fragt, wie sieht die Wohnsituation von Menschen mit Behinderung in NRW aus und wie wollt ihr die Situation verbessern? Und dann fragt Michael Wirz, Städte wie Köln sind meist hochverschuldet und können kürzen teilweise dringende sozialpolitische Förderung. Wie wäre es, wenn man seitens der Stadt spezifische Probleme an soziale Unternehmer überträgt? Die Stadt Wiesbaden geht hier zum Beispiel ganz neue Wege, indem sie sich vor 2 Jahren zur Social Business City erklärt hat. Ja, das wären mal ein paar Beispiele von den weiteren zahlreichen. Wunderbar, vielen Dank. Applaus, bitte. Einfach deswegen, weil es einfach natürlich auch einfach wichtig ist und auch natürlich auch anstrengend, immer so mitzuverfolgen, was wird wo getwittert, diskutiert. Aber wir wollen ja eben halt auch nicht nur hier im Dialog sein, sondern auch grundsätzlich. Ich würde diese Fragen gerne noch zum Anlass nehmen, jetzt auch schon zu einer Abschlussrunde einzuleiten hier auf dem Podium. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit vielleicht für, um nochmal wirklich auch ins Detail zu gehen. Und vielleicht erst an Herrn Löwenberg. Das, was Sie gehört haben, jetzt in den Fragen, zum Beispiel auch die Frage, die auch den Paritätischen sehr beschäftigt, ich sag mal, inklusive Stadtentwicklung, also Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicap, aber die einfach sozusagen auch inklusiv Recht auf eine inklusive Stadt haben. Wo sind da noch genau Baustellen, wie Sie sehen? Und was würden Sie uns damit auf den Weg geben? Empfehlenswert. Ja, also wir müssen natürlich kleinräumig gucken, was vor Ort passiert. In vielen Städten gibt es ja Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen. Da werden auch viele Arbeitsgruppen eingerichtet. Ich habe manchmal so ein bisschen zynisch eine Bemerkung. Also wenn wir es nur schaffen würden, die Kindergärten und die Schulen barrierefrei hinzukriegen, da wäre so viel Geld weg, da brauchen wir keine Arbeitsgruppe mehr einzurichten, über weitere Dinge zu denken. Aber eins ist ganz wichtig, das haben wir heute auch noch gar nicht angesprochen, das Thema Altersarmut und Barrierefreiheit. An dem Punkt muss man auch überlegen, da hat der Paritätische auch kein Patentrezept, aber im Grunde ist, das hat ja IHK-Kollege gesagt, also wir müssen gucken, was passiert in 25 Jahren, wie muss ein Stadtteil aussehen, nicht für ohne guten 25 Jahre, auch für mich dann barrierefrei, wenn ich so lange lebe. Aber im Grunde sind das ganz große Herausforderungen und das Blöde ist, ich lande dann immer so schnell beim Geld, weil das ist leider nicht nur mit bürgerschaftlichem Engagement, das ist wichtig, aber das ist nicht alleine zu machen, einen Duschenumbau, Barrierefreiheit, muss ich hier alles gar nicht erzählen, das ist extrem wichtig. Es gibt noch eine Sache, da zitiere ich Professor Häusermann, der verstorben ist von der FU Berlin, Stadtsoziologe, der sagt, man muss vielleicht auch sowas wie goldener Zügel für Mittelstand machen, also in bestimmten Gebieten Geld investieren, das ist keine Forderung, die der Paritätische hat. Ich habe es nur gelesen und im Spiegel-Interview und ich fand das interessant. Also zu sagen, ich gebe nicht nur Geld für Benachteiligte, sondern ich sage in bestimmten, damit ich ein normales, das finde ich total gut, weil das, also um das hinzukriegen, kann man auch mal umgekehrt denken. Den Gedanken hatte ich bis dato noch nicht in dem Maße und das kann man natürlich auch bezogen auf Inklusion gucken. Mir ist nur wichtig, damit nicht, ja, Chorweiler ist ein Beispiel, ich kenne es gar nicht, nur von der Presse. Da ist natürlich sozialer Wohnungsbau in der Massivität gelaufen, was sicher heute nicht mehr passieren würde. Also einstreuen in normale Wohnviertel, das ist eigentlich mit ein Schlüssel. Aber auch das kostet Geld. Sie haben gerade eine spontane Einladung nach Chorweiler bekommen, das haben Sie mitbekommen. Also da sozusagen auch nochmal sich konkret intensiv damit zu beschäftigen. Das heißt also, dieses Plädoyer, was auch aus dem Netz jetzt gerade eben kam, durchaus auch bestimmte Aufgaben auch an Unternehmen zu übertragen, einfach in der Partnerschaft mit Stadt, ist etwas, was Sie auch durchaus befürworten würden. Also ja, ich habe da bei Wiesbaden geguckt, weil das stand schon etwas früher drin, als ich losgefahren bin. Ich bin da nicht fündig geworden. Das ist irgendwie eine internationale Bewegung. Das geht auf Yunus Emre zurück. Ich glaube, das passt nicht ganz. Also ich kenne den Sozialplaner von Wiesbaden auch ganz gut, den Heiner Brülle. Und das ist mir nicht bekannt. Also was dieser Mensch schreibt, konnte ich nicht nachvollziehen. Und was er damit meint, deshalb kann ich dazu auch jetzt schlecht was sagen. Ich glaube, das bezieht sich auf ein Themenfeld global
im Sinne einer Weltbewegung. Aber ich glaube nicht, dass das auf unser Thema so passend war. Ich habe zumindest in der kleinen Recherche, die ich heute Mittag noch gemacht habe, nichts gefunden dazu. Herr Soenius, Sie haben gerade spontan zugestimmt, als von den goldenen Zügeln für den Mittelstand die Rede war. Wie bewerten Sie sozusagen diesen Vorschlag und wo kann eben auch Wirtschaft auch Partner sein, um eben eine soziale Stadtplanung auch voranzutreiben? Also Wirtschaft kann auf jeden Fall Partner sein bei der Frage, wie man einerseits bürgerschaftliches Engagement unterstützt, auch mit finanzieller Unterstützung von denjenigen, die das bürgerschaftliche Engagement engagieren. Deswegen wollen wir gerade in Chorweiler und Ehrenfeld demnächst etwas mit unterstützen, nicht nur als Wirtschaft, sondern mit den Kirchen, mit allen möglichen Beteiligten, was in Richtung Community Organizing geht, wo man also die Menschen in der Stadt oder in den Stadtteilen sich sozusagen, oder wo die befähigt werden, sich untereinander zu vernetzen und ihre Bedürfnisse auch nochmal klar zu machen, weil wir haben gesehen, das läuft in Berlin sehr gut, auch mit Unterstützung der IHK dort und auch Unterstützung von Firmen, wo also Firmen was auch durchaus Finanzielles leisten, ohne selbst aber Vorgaben zu machen, sich selbst einzubringen, sondern dass die Menschen sich doch zu vernetzen zu können. Das finde ich eine gute Idee. Das sollte man auf jeden Fall auch nochmal hier in Köln versuchen. Deswegen wollen wir das auch wirklich hier anpacken. Das ist etwas, wo Wirtschaft nachher auch einen Benefit von hat, weil die Menschen sich vor Ort dann häufig auch für die Gegebenheiten einsetzen, die eben zum Beispiel vor Ort auch den Unternehmen dienen. Also wenn wir reden ja über eine gute ÖPNV-Anbindung in Chorweiler, die im Stadtbezirk Chorweiler, die noch nicht gegeben ist. Das dient ja nicht nur den Menschen, die da wohnen, sondern auch den Unternehmen, dass die Arbeitnehmer da hinkommen mit dem ÖPNV, dass die Kunden da teilweise hinkommen. Das ist ja auch etwas, was die Wirtschaft dann positiv mitnimmt. Also das ist ein Teil, wo Wirtschaft sich auf jeden Fall betätigen kann. Das andere ist sicherlich auch bei dem ganzen Thema Beteiligungsprozess im Rahmen Stadtplanung. Auch da, das habe ich schon mal letztens bei einer Veranstaltung gesagt, bin ich der festen Überzeugung, dass es besser ist für Unternehmen vorher auch finanziell, nicht alleine tragen, aber auch finanziell, sich an Beteiligungsprozessen einzubringen, weil es auch für die Wirtschaft eine durchaus Möglichkeit ist, ihre Stellungnahmen darzulegen. Die müssen ja nicht immer eins zu eins sein, aber so kann man deutlich nochmal auch die Stellungnahmen der Unternehmen in so Prozesse hineinbringen. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch eine gute Wirtschaftsförderung, insbesondere bei denjenigen, die es notwendig haben. Das gilt jetzt insbesondere im Bereich Existenzgründung, kleinere Unternehmen, auch aus dem Bereich Kreativwirtschaft, wo ich immer so für kämpfe, dass die also die Möglichkeiten haben, sich auch entsprechend überhaupt mal zu entfalten. Da geht es um kleine Summen häufig. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zum Glück das Modell des Mikrodarlehens, das ein positives Modell ist, gerade für so Unternehmen, denen häufig eigentlich nur der PC und ein kleiner Raum fehlt, aus denen sich aber viele Dinge entwickeln können. Also Gründerzentren, dann entsprechende Fördermaßnahmen, die dürfen nicht versiegen, die dürfen auch im Landeshaushalt nicht versiegen. Das ist weniger eine städtische Haushaltsfrage, sondern eher eine Landeshaushaltsfrage. Da spreche ich mal die Landespolitiker an hier, die hier sind, dass man also das nicht ganz vergisst, was den kleinen und Mittelstand angeht, dass die Mittelstandsförderung ganz entscheidend ist bei dem Thema. Das dient übrigens auch, obwohl es ja nicht meine Sache ist, aber dient manchen grünen Unternehmen, sag ich mal, im Bereich Nachhaltigkeit und Ökologie, denn die können dadurch erst überhaupt mit auf dem Markt spielen, weil sie entsprechende Förderprogramme haben. Und das ist dann dieser goldene Mittelstand, der dient sicherlich auch wiederum den Stadtteilpolitiken oder den guten Entwicklungen in den Stadtteilen, weil dort, wo Mittelstand sich ansiedelt, häufig auch ein gutes Miteinander existiert zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeit. Das ist ja etwas, was wir häufig vergessen in der Stadtentwicklungspolitik, dass diese Dinge ja wieder mehr zusammenkommen. Und deswegen kommen die Leute ja auch nach Köln. Ich meine, Köln ist eine wachsende Stadt. Wir werden bis 2030 1,1 Millionen Einwohner haben. Und das ist einerseits ein Ansporn, andererseits natürlich auch ein Gewinn, das muss man ganz klar sagen. Aber die Leute wollen auch arbeiten. Und deswegen muss man die Möglichkeit schaffen, auch Unternehmertum zuzulassen. Es kann also nicht nur alles, dass man in öffentlich geförderte Dienstleistungen abgehen, sondern es muss durchaus möglich sein, Arbeitsplätze in Unternehmensbereichen zu schaffen. Und da appelliere ich wirklich auch nochmal in den Mittelstand. Der Mittelstand ist eigentlich die tragende Säule, gerade in diesen ganzen Themen, wie wir vorhin angesprochen haben, über Wohnungsbaupolitik, Rechtsradikalismus, Ghettobildung. So, das hat immer damit zu tun, ob Wirtschaft vor Ort auch funktioniert. Natürlich brauchen wir die Großen, ist keine Frage. Aber wir müssen die Mittelständischen eigentlich viel stärker fördern, weil die nämlich dafür Sorge tragen, dass es der Stadt gut geht. Und dann kommen wir nämlich zum Thema Haushalt. Das ist nämlich dann die Gewerbesteuer, die ihr braucht, um sozusagen Sozialpolitik machen zu können, Sozialpolitiker oder auch Kulturpolitik im Kulturbereich, weil da wir nämlich die Gewerbesteuer einnehmen. Das ist etwas, das schließt sich ja dann der Kreis und da kann ich eigentlich nur appellieren, gute Wirtschaftsförderung ist immer eine gute Stadtpolitik.
Und die Sozialpolitik steht ja immer unter dem Rechtfertigungszwang, dass sie Geld ausgibt. Das ist ja sozusagen ihr besonderes Schicksal. Ich würde jetzt gerne das vorläufige Schlusswort zumindest an Katrin Göring-Eckardt geben, mit zwei nochmal konkreten Punkten. Erstens, du wolltest noch was zum sozialen Wohnungsbau sagen. Und zweitens, ich hatte versprochen, um darauf zurückzukommen, wenn die Grünen ab September die Bundesregierung stellen, dann ändern sich konkret folgende Dinge, damit die Kommunalfinanzen gestärkt werden. Mindestens zwei konkrete Maßnahmen. Nur zwei. Also ich fange mit dem letzten an, weil das ganz gut anschließt, weil ich glaube, dass dass das Grundgesetz dahingehend geändert werden muss, dass die Kommunen sich selbstständig finanzieren können. Das kann man ins Grundgesetz aufnehmen und da ist sowas wie Gewerbesteuer dann ein Teil davon. Wir sagen ja, wir wollen eine kommunale Wirtschaftssteuer einführen, um da eine umfassendere Regelung zu haben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wer bestellt, bezahlt. Das muss für die Leistungen gelten, die durch gesetzliche Änderungen intendiert werden und die am Schluss die Kommunen bezahlen müssen. Bei den Kosten der Unterkunft schlagen wir beispielsweise vor, dass wir zunächst mal mit 35% Bundesanteil, dann mit 37% 1 Milliarde Euro in die Kommunen leiten. Ich glaube, das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie man das lösen kann. Oder auch die Frage Eingliederungshilfe. Wir sagen ja, wir wollen das in Teilhabegesetz verwandeln. Und das ist auch wieder eben keine kommunale Aufgabe, sondern das ist eine Aufgabe, die der Bund nicht nur gesetzlich lösen muss, sondern eben auch bezahlen muss. Da könnte man noch die Liste etwas verlängern, aber wir haben in unserem Entwurf für das Bundestagswahlprogramm, ich hoffe sehr, dass darüber noch intensiv diskutiert wird, in einem wirklich, wie ich finde, starken Kapitel zu der kommunalen Selbstverwaltung, zu der Eigenständigkeit der Kommunen, zur Kommunenfinanzierung deutlich gemacht, dass wir wirklich der festen Überzeugung sind, dass wenn es in den Kommunen nicht stimmt, auch Bundes- und Landespolitik eben nicht vernünftig funktioniert. Und da spielt übrigens auch der Mittelstand eine Rolle, aber das will ich jetzt nicht noch länger ausführen, weil Ihr Plädoyer so stark war. Ich will aber gerne, und auch richtig war, also man braucht beides, man braucht einen gut funktionierenden Mittelstand, man braucht auch die Großen und man muss aber die Frage von Zukunftsorientierung in der Wirtschaft natürlich auch im Blick haben. Und deswegen ist die soziale Verantwortung genauso wie die ökologische Verantwortung etwas, ohne dass es nicht mehr gehen wird, egal um was es geht, wenn man sagt Wirtschaftsförderung, aber eben auch, wenn es um Rahmenbedingungen für Wirtschaft in Zukunft geht. Da bin ich eigentlich auch schon bei dem, was mich nochmal umgetrieben hat bei der Frage Wohnen und bei dem Stichwort auch sozialer Wohnungsbau. Also auf der einen Seite, die Mittel für die soziale Stadt sind ungefähr um 70% gekürzt worden. Das ist natürlich ein Riesendilemma, weil da nicht nur die Mehrgenerationenhäuser drin waren, wo Ursula von der Leyen sozusagen jedes einzelne Mal eröffnet hat, aber bei der Schließung dann nicht mehr dabei gewesen ist, komischerweise, oder bei den Mühen, die viele gemacht haben, um das irgendwie zu erhalten als Projekt, das ist ja irgendwie noch viel, viel problematischer, ja, dass viele gesagt haben, das darf jetzt nicht wegfallen, wir haben irgendwie eine Struktur aufgebaut und dann gab es eine wahnsinnige Anstrengung, das irgendwie hinzukriegen und das zu überführen. Dass diese Mittel wieder aufgestockt werden müssen, ist für meine Begriffe ein zentraler Punkt. Und dass man auf der anderen Seite sich fragt, wie man es eigentlich schaffen kann, dass Vielfalt, entweder, Sie haben das vorhin richtigerweise gesagt, bestehen bleibt oder entsteht, um nicht wieder das Wort von dem Mischen zu sagen, weil das ja auch immer was sozusagen von oben nach unten ist. Ja, das kann ja nicht funktionieren. Es gibt ja das Münchner Modell, was seit 1994 funktioniert, dass bei Neubau immer ein Drittel investiert werden muss in günstigen Wohnraum. Ich finde das eine sehr vernünftige Idee. Die Investoren sind übrigens nicht ausgeblieben, sondern schlecken sich nach wie vor die Finger danach zu investieren in der Stadt. Und ich glaube, das ist eine Idee, wo man gut darüber diskutieren kann, ob man die auch tatsächlich umsetzt. Ich finde auch bei der Frage, wie geht man eigentlich mit Mieten um? Also, dass wir Regelungen haben, die sagen, man kann Mieten erhöhen, ohne dass es irgendeine Gegenleistung gibt, außer dass eine Wohnung neu vermietet wird, ist mir jedenfalls nicht einsichtig und das muss man dringend ändern. Die Frage, wie macht man das mit Maklergebühren? Das betrifft ja viele, erst recht diejenigen, die umziehen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß gar nicht, warum die Makler nicht von denen bezahlt werden, die sie bestellen. Und nicht von denen, die am Ende mieten. Also auch das ist sozusagen ein relativ einfaches Prinzip, was wir ändern müssen. Und bei der Frage, wer kann eigentlich Wohnungen kaufen? Auch da gibt es ja
finde ich eine Reihe von sehr guten Ideen. Mir gefällt am besten, dass immer klar ist, das Vorkaufsrecht müssen diejenigen haben, die da schon wohnen, die sich gegebenenfalls zu einer Genossenschaft zusammenschließen, die auch gern öffentliche Unterstützung dafür kriegen, dass sie sich zu so einer Genossenschaft zusammenschließen, weil dann bleibt gewährleistet, dass Leute nicht wegziehen müssen, weil plötzlich jemand kommt und mit Wertsteigerung, die natürlich auch gut sein kann, mit Wertsteigerung dafür sorgt, dass ein Stadtteil in relativ kurzer Zeit von bestimmten Gruppen entvölkert wird. Und ich bin ganz sicher, dass man mit solchen Instrumenten, die alle keine Revolution sind, sondern die alles Sachen sind, die schon ausprobiert worden sind, und wenn man sie zusammendenkt, dass man wirklich dafür sorgt, dass städtisches Leben so normal ist, wie das vorhin gesagt worden ist, und dass wir der Normalität an einigen Stellen ordnungspolitisch weiterhelfen, aber dass wir der Normalität eben an ein paar anderen Stellen auch weiterhelfen, indem wir schlicht und ergreifend sagen, das Geld muss am Ende auch in den Kommunen ankommen. Wunderbar. Mit diesem zentralen Wahlversprechen, was, glaube ich, für Köln sehr wichtig ist, nämlich dass ab September hoffentlich dann auch wirklich die Kommunalfinanzen auch gestärkt werden. Ja, stimmt, Koalitionsverhandlungen können lange dauern, das stimmt. Aber dass zumindest das natürlich auch ein starkes Thema wird, weil gerade Nordrhein-Westfalen die Lage der Kommunen auch immer wieder ein Thema ist, was auch auf Bundesebene natürlich auch sehr, sehr stark auch von uns eingefordert wird. Und ich finde, mit diesen zentralen Aussagen hast du, glaube ich, auch das getroffen, was auch hier in Köln auch zurzeit auch was den Haushalt angeht, diskutiert wird. Ich möchte mich ganz herzlich bei den drei Gästen bedanken, dass sie heute Abend hier waren. Und ich glaube, es gibt Geschenke. Ein kleines Geschenk. Ja. Das macht nichts. Ich habe das ja ehrenamtlich und freiwillig. Und ja, jeder kriegt zwei. Vielen Dank. Während die Geschenke verteilt werden, darf ich auch mich ganz herzlich bedanken bei dem Team, das hier diese Veranstaltung durchgeführt und vorbereitet hat, nämlich aus der Kreisgeschäftsstelle der Kölner Grünen und natürlich aus der Landesgeschäftsstelle, ja, die da oben auch sitzen und fleißig mitarbeiten. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Sehr professionell vorbereitet, durchgeführt, dafür ganz herzlichen Dank. Und ich sage mal so, wir haben längst nicht alle Themen angesprochen, die das Thema soziale Spaltung der Stadt in irgendeiner Art und Weise betreffen. Das heißt, es muss auf jeden Fall weitergehen, die Debatte. Das war ja sozusagen nur so ein Antippen von verschiedenen Themen. Ich bin auch sehr sicher, dass auch der Kreisverband der Kölner Grünen, die Ratsfraktion der Kölner Grünen auch die bestimmten Themen auch weiter diskutieren wird. Und ein Fazit ist irgendwie schwierig jetzt, aber ich würde so drei Sachen schon gern festhalten. Nämlich erstens, Städte müssen für alle sein. Ja? Also eine Stadt, da muss jeder Mensch, der dort lebt, muss auch teilhaben können. Dazu muss Politik in der Lage sein, das zu gewährleisten. Zweitens, die Finanzen der Kommunen müssen besser werden, ja, und dazu ist Bundes- und Landespolitik in der Verantwortung. Und drittens, sage ich mal so, auch beim Konsolidieren kann man darauf achten, dass auch, sage ich mal, die soziale Seite einer Stadt weiterhin auch gestärkt wird und auch beibehalten wird. Und ich sage mal, in diesem Sinne schließe ich mich auch dem an, was sozusagen von den Kolleginnen und Kollegen von der Alten Feuerwache kam, dass auch, glaube ich, beim Konsolidieren auch darauf geachtet werden muss, dass eben die Stadt auch sozial bleibt. Und ich glaube, da sind auch die Grünen in einer ganz besonderen Verantwortung. Vielen Dank, dass alle hier waren, und ich hoffe, es geht jetzt noch weiter unten im Foyer, vielleicht mit Einzelgesprächen, und ich hoffe, Sie kommen gut heim, ob nach Köln oder so nach Siegen oder sonst wohin. Vielen Dank fürs Kommen und für den schönen Abend. Danke.